You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem Podcast vom Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal. Und Timo ist auch wieder am Start. Moin moin. Hast du den Klassenerhalt gebührend gefeiert? Anderthalb Wochen lang Schnapsleiche. Ja, läuft doch bei dir. Ja, natürlich. Auch auf diese Scham muss man trinken. Ja, manchmal hilft halt nur Galgenhumor. Das habe ich gestern auch wieder festgestellt, als ich ein Saisonresümee über die Brooklyn Nets geschrieben habe. Und Das ist eine Art und Weise der Selbsttherapie und einigen Menschen hilft's. Freut mich natürlich, dass es dir ähnlich gut hilft wie mir. heute gibt's, ich weiß gar nicht, wie wollen wir das nennen? Ist das vielleicht ein Bingo-Abend? So, Bingo ist, glaube ich, ähnlich spannend und ähnlich zufällig ist man da auf das ganz große Los irgendwie angewiesen. Ich habe noch nie Bingo gespielt, aber ich glaube, dass es so in etwa läuft. Und zwar, wir spielen ein bisschen Free Agent Bingo. Soll heißen, wir haben, ich glaube, 41 Free Agents, egal, restricted, also ausgewählt natürlich. Alle namhaften unrestricted Free Agents, ein paar restricted Free Agents und Spieler mit Spieleroptionen, die wahrscheinlich nicht, ja, für die es kein No-Brainer sein wird, diese zu ziehen. Und die haben wir in einen Topf geworfen, beziehungsweise in zwei, du hast einen, ich habe einen. Und wir ziehen jetzt nach und nach so ein Zettelchen raus, also noch so wirklich wie in den 80er Jahren, ohne technischen Schnickschnack, ziehen uns einen Zettel raus, gucken, welcher Name draufsteht, sagen so in etwa, was wir für ein Gefühl haben, wie der Marktwert des Spielers ist und wo er denn vielleicht landen könnte oder landen sollte. Ja, das hoffe ich, hat das einigermaßen verständlich wiedergegeben, was wir vorhaben. Hast du es verstanden? Ja, alles wunderbar. Okay, du hattest auch ein bisschen Vorwissen. Das ist jetzt wahrscheinlich, du warst wahrscheinlich nur semi optimal als Ansprechpartner. Ja, Entschuldigung, gehe ich halt. Nee, alles gut, ich brauche dich jetzt noch ganz dringend, weil der erste Free Agent, den wir bequatschen wollen, ist kein uninteressanter auf jeden Fall. DeMarre Carroll. Atlanta Hawks. Ja. Unrestricted. Und ja. Schwierig. Also was würdest du sagen? Hat er durch seine Playoff-Performance seinen Marktwert derart in die Höhe geschraubt, dass irgendein Team dazu vielleicht auch neigen könnte, ihn wahllos überzubezahlen im Sommer? Gute Frage, wirklich. Also er war ja, wir haben es oft erwähnt, irgendwie so der MVP der ersten Runde für uns. Mhm. Weil seine Leistungen wirklich sehr überzeugend waren. Aber er verdient halt auch im Vergleich zu dieser Leistung jetzt nur auf die Playoffs beschränkt ein Apfel und ein Ei. Ja, so. Das tut er. Und ich glaube, wenn man da jetzt schon irgendwie sagen wir 20 Millionen in 4 Jahren, da wäre es ja schon mal eine ordentliche Steigerung für ihn. So. Das wäre eine Gehaltsverdopplung, glaube ich, ja. Das wäre ja schon mal in Ordnung. Ich glaube auch, das ist so der Bereich, in dem wir uns bewegen, was die Hawks angeht. Ich glaube, die wollen ihn schon gerne halten, aber nicht zu jedem Preis. Und falls dann wirklich jemand kommen sollte, der ihn, wie du sagst, maßlos überbezahlt, dann wird's interessant, für was er sich entscheidet, auf jeden Fall. Denke ich auch. Also ich habe das ja in einem Millsap-Piece von mir auch geschrieben, dass Carroll und Millsap ja dadurch, dass sie halt nur 2 Jahre für die Hawks gespielt haben, dass man jetzt einfach nicht sagen kann, okay, selbst wenn wir wollen würden, gehen wir einfach wahllos über das Cap drüber, weil wir die Truppe beisammenhalten wollen, sondern die beiden sind so ein bisschen voneinander abhängig. Und den Betrag, den du jetzt ausgerufen hast, dieses 4 Jahre 20, das wäre ja auch Pi mal Daumen das, womit die Hawks, also den die Hawks ihm bezahlen könnten, falls Paul Millsap wirklich einen Maximalvertrag fordert, unterschreiben sollte. Über den reden wir natürlich gleich auch nochmal, aber
Ja, ich glaube, 4,5 Millionen könnten sie ihm dann jährlich zahlen. Und ich bin mir echt nicht sicher, ob jemand, der verteidigen kann und den Dreier wirft, den Dreier trifft, und einfach einer der besten Rollenspieler dieser Saison gewesen ist, ob er nicht vielleicht irgendeinem Team, ja, seien es nur ein paar hunderttausend mehr, und man geht dann in den Bereich der Mid-Level Exception rein, ob es das nicht dann eher der Rahmen ist, in dem sich der Marktwert von Carroll befindet. Das ist halt auch schwierig abzuschätzen, finde ich, weil im Grunde ist er halt ein Komplementärspieler, ein sehr, sehr guter Rollenspieler, wie ich finde. Aber ich glaube, wenn, also mich würde es echt überraschen, wenn man ihm, wie einige ja schon vermuten, einen zweistelligen Betrag anbieten wird. Weil das halte ich dann doch für leicht übertrieben, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ich glaube, da bin ich ganz bei dir, weil wir predigen zwar sehr oft, dass diese 3D-Spieler, jetzt grob zusammengefasst, immens wichtig sind mittlerweile in der NBA und immer wichtiger werden. Und das könnte aber auch wirklich positiv für ihn sprechen, dass da wirklich jemand kommt. Aber ich glaube, beim zweistelligen Bereich, ich meine, das ist für mich so ein bisschen utopisch, glaube ich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wer da bereit ist, das zu zahlen. Ich meine, wir könnten jetzt wie immer die Knicks nennen. Also die Sixers, die viel Capspace haben, aber das ist immer so eine Sache, da ist halt viel Cap, aber ist auch nicht wirklich Not am Mann. Ja, und gut, Carroll ist Deswegen, 28, ja. ist gutes Alter, bestes Ja, Basketballalter, aber eben. perspektivisch jetzt natürlich, ich meine, bei ihm weiß ich jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich sein soll, also er hatte ja bisher keine einfache Karriere, sagen wir mal so. Es gab ja einen Grund dafür, dass er damals, sprich vor 2 Jahren, für ja 2 Jahre 5 Millionen bei den Hawks unterschrieben hat. Das heißt, ist ja schon ein bisschen am Struggeln gewesen, seit seiner NBA-Karriere. Und ja, dann hat er da eine günstige Situation vorgefunden, hat auch gesagt, oder hat sich immer sehr positiv auch zu Quinn Snyder, dem heutigen Jazz-Trainer, geäußert. Da bestehen wohl noch ziemlich gute Kontakte. Die Jazz hätten auch Cap Space und er war schon mal in Utah. Ich weiß, aber andererseits, also es ist schwierig. Also Aber die Position der Starters hätte er dann wahrscheinlich nicht mehr inne. ja, wahrscheinlich nicht, nee. Utah ist generell eine ganz interessante Truppe, aber gut, ich schweife ab. Fakt ist halt, ich glaube, dass man ihn in Atlanta halten möchte. Ich glaube auch, dass es für ihn, gerade weil er da seinen Durchbruch geschafft hat, sollte in seinem Interesse sein, auch weiterhin in Falke zu bleiben. Aber ich glaube, mehr als 7, 8 sollte er ja vielleicht nicht unbedingt fordern. Aber andererseits, ey, wenn irgendeiner wirklich zweistellig auspackt, dann packe ich auch meine Koffer und bin weg aus Atlanta. Da muss man dann auch mal fairerweise sagen. Weil wenn du bisher so wenig Geld in deiner Karriere gemacht hast, und das Geld für einen Friseur hat er, glaube ich, in den Playoffs auch nicht mehr gehabt, so wie es aussah. Dann würde ich schon sagen, gehe ich auch mal jetzt nach dem Geld, dem Geld nach. So. Ich fand die Frisur übrigens gut. Oh, Es hatte bra. was. Oh, Ja, das war was Neues. bra. Das war frisch. Ich Ja, meine, es war wirklich was Neues, das stimmt. Gegel kann jeder. So, weißt du? Ja, ich benutze keins. Aber ich möchte nur einen Free Agent. Also wenn es geht, wenn du einen hättest. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ich ziere, ne? Ich verziere nicht, ich ziehe. Ja, wenn so ein Und Bingo-Abend ähnlich spannend ist, dann müssen wir dringend mal Bingo spielen. Wahnsinn. auf jeden Fall, du kommst ja auch bald in das Alter. Fuck you. Okay, er ist auch ein interessanter Spieler. Mo Williams. Ja. Der ja wirklich eine gute Saison gespielt hat. Ja. Wo man ja anfangs gedacht hat, in Minnesota ja gut. Ist ein schlechtes Team, da kann man immer mal gute no Nummern auflegen. Aber in Charlotte lief es ja auch. Ja, als Kemba sich verletzt hat, war ich relativ beeindruckt. Das muss ich echt so sagen. Und
Ja, Mo Williams ist für mich ein prototypischer Backup-Point-Guard, den du von der Bank bringst und der dir direkt Instant Offense halt beschert, ne? Also es ist Ja. halt wie kaum anderer. Natürlich kann man sich jetzt wieder über Effizienz, bla 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 unterhalten, aber ich würde schon sagen, dass er gerade für ein Team, das auf der 1 halt schwach besetzt ist oder halt Perspektivspieler hat, wo wir auch wieder bei den Utah Jazz zum Beispiel wären, Stimmt. dass die da jetzt nochmal sagen, okay, weißt du was, wenn der mal am Straucheln ist oder den wollen wir generell nur ja, in Dosen einsetzen, sage ich jetzt mal, also der soll schon unter 30 Minuten spielen vielleicht, wenn wir wirklich Erfolg haben wollen. Ich glaube, dann kannst du Mo Williams kannst du da bringen. Aber das ist jetzt auch die Sache, ich meine, er war ja jetzt auch, ist ja nicht lange her, dass er bei Utah war, von daher kann ich jetzt, will ich da jetzt nicht schon wieder irgendwie alle Free Agents nach Utah verschiffen. Aber ja, Marktwert ist, finde ich immer, ziemlich schwer zu beziffern beim Spieler seiner Qualität. Ich Ja. glaube, sonderlich viel oder sonderlich mehr verdienen dürfte er jetzt nicht. Also er hat für die Mid-Level Exception damals unterschrieben und ich glaube, in dem Bereich ist er irgendwie immer noch drin, weil, wie gesagt, für mich ist er halt ein Backup-Point Guard und ein Backup-Point Guard er sollte dann vielleicht auch nicht 8 oder 9 Millionen kosten, gerade nicht, wenn Nee, man auf schon 32 ist. jeden Fall. Nee, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Okay, was meinst du denn? Also bleibt dann Charlotte? Also ich würde es mir wünschen, weil ich finde, auch als Kemba Walker genesen war von seiner Verletzung, das hat immer noch harmoniert. Ja. Und es hat mir gefallen. Und wenn man sich da vertraglich einigen kann, meinetwegen 2 Jahre mit Option, das wäre ja für ihn auch ein guter Deal. Dann ist er zumindest mal bis zu seinem 34. Lebensjahr in Charlotte, wenn sie ihn nicht wegtraden. Und sesshaft werden dort, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Also, ich hatte auch teilweise die Überlegung, das ist jetzt so ein bisschen abgefahrener, aber für die Mavs, falls sie wirklich auf den großen Positionen das große Geld verbrauchen, dass man da nicht für eine Saison mit Mo Williams auch auf der 1 eventuell Okay, ja. spielen kann. Aber das ist halt wirklich nur so ein kleiner Gedanke gewesen, so ein spielerischer Gedanke. Ich weiß nicht, würde mir gefallen irgendwie so. Ja, hätte was. Also ich weiß nicht so. Ich bin ja immer noch Fan von Devin Harris ein bisschen. Ja. Kann man gut finden oder nicht. Aber ich mag ihn halt immer noch und ich würde es ihm auch irgendwie dann schon noch wünschen, dass er vielleicht noch mal eine Chance bekommen könnte, weil ich meine, seien wir ehrlich, die hochklassigen Point Guards sind halt auch nicht auf dem Markt aller Voraussicht nach. Das heißt, Stimmt. wenn man ihm dann noch ein mit ihm dann noch so ein Combo Guard oder ich meine, generell könnte man ihn ja auch neben einen zweiten Point Guard und so stellen. Und mit Monte hat er ja auch dann ja in der Starting Five vielleicht, da müssen wir ja auch gleich noch drüber reden. Das ist jetzt alles sehr, sehr spekulativ. Auch noch einen anderen Ballhändler, mit dem er auf dem Feld wäre. Und ja, das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, die Mavs, die sollten jetzt auch mal gewusst haben, dass sie ja vielleicht ein bisschen Rebounding und ein bisschen Defense da wirklich nicht schaden kann. Und ich meine, wenn selbst ein Rajon Rondo, der für viele immer noch irgendwie ein No-Brainer fürs All-NBA Defensive First Team ist, dann oder war, ist, ich habe keine Ahnung, ich lese keine Rondo-Sachen mehr, von daher kann ich da schwierig mitreden im Moment, aber ja. Wenn nicht mal erst schafft und als kleiner Spieler hat man halt nicht viel Impact, das sehe ich ja ein, aber ich mag Devin Harris echt immer noch. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Mavs mit ihm als Starter, je nachdem, wer neben ihm steht, in die Saison gehen. Aber ja, die Idee gefällt Fänd ich mir. interessant. Fänd ich interessant. Nee, ja, also ich glaube, das haben wir gut abgerundet. Okay, ja, ist eine coole Idee auf jeden Fall. Ich denke einfach mal, dass er den Bobcats für die Mid-Level Exception, falls sie da noch irgendwie Raum haben, mit dem sie arbeiten können, dass er ihnen da erhalten bleibt. Ist auch immer Ja. langweilig, wenn man sagt, so der bleibt bei dem Team. Ne? Das ist eigentlich, naja, gleich vielleicht nicht mehr. Da, der nächste dicke Fisch. Der nächste dicke Fisch. Ein Spieler, den wir
kritisieren aufgrund seiner Reputation als bester Defensivcenter im Game. Hat er für viele. DeAndre Jordan. Ich glaube, der Marktwert ist relativ einfach zu betiteln, oder? Ja, Max. Ja. Ich glaube, das steht außer Frage, dass der im Sommer einen Maximalvertrag unterschreiben wird. Davon kann man ausgehen, würde ich sagen. Also, erstens natürlich, weil einige Teams denken, warum nicht? Weil, ne, Cap geht hoch und so, das ist eh immer die Ausrede für alles. Und die Clippers haben im Grunde, wie wir auch schon mal gesagt haben, gar keine andere Wahl, als zu sagen, 5 Jahre, ich glaube 109 oder 107 Millionen insgesamter Verdienst wären es dann für die DeAndre Jordan, wenn sie ihm sagen würden, hier, darfst du unterschreiben, Steve Ballmer hat genug Geld, aber wir müssen unsere Big Three zusammenhalten. Von daher sind wir dir hörig. Ja. Ja, machen sie das? Was meinst du, also bleibt Ja. er bei den Clippers? Also ich glaube schon, dass man alles versucht, um ihn da zu behalten. Es gab ja kurz nach deren Aus so ein paar Gerüchte darum, dass er und Chris Paul wohl aneinander geraten sein sollen. Das hat Doc ja aber auch schnell wieder auf der Abschlusspressekonferenz dann niedergelegt. Also das könnten ja auch schon, das ist jetzt auch nur eine Mutmaßung, das könnten auch zwischenmenschliche Dinge sein. Ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, ey, ganz ehrlich, wenn du verlierst, du bist pisst, so, dann bist du halt, ey, ganz ehrlich, wenn ich mit einem Kumpel irgendwie verliere oder ich denke irgendwie so, ich habe Scheiße gebaut, der hat Scheiße gebaut, Selbstfrustration, vielleicht vom anderen frustriert, da sagt man einfach Dinge, die man, Ja. also selbst unter Teammates, unter Kollegen, bei Jimmy Butler und D-Rose haben sie auch versucht, ein Fass aufzumachen. Ja, das ist halt immer ein gefundenes Fressen für die Ja, Medien, ne? also. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich glaube, das wird keine Rolle spielen. Ich glaube, Chris Paul ist froh, wenn man DeAndre halten kann, weil er selber auch, die Spieler selber sehen den Markt und ich glaube nicht, dass zum Beispiel Marc Gasol, auf den wir ja auch noch zu sprechen kommen, eine Option für die Clippers wäre, beziehungsweise die Clippers für ihn eine Option wären. Ja, geht ja auch nicht, ne? Also. Nee, eben. Und dementsprechend würde ich dann halt schon sagen, dass die Clippers alles versuchen werden, um ihn dann auch halten zu können. Wo siehst du ihn denn alternativ? Seit gestern muss ich sagen, wir haben ein Big Player jetzt auf dem Markt, den ich so nicht hab kommen sehen. Und mit seiner Agilität und mit seiner Athletik würde er da, glaube ich, recht gut in dieses Defensivkonzept der Bucks reinpassen. Theoretisch. Ich bin nach wie vor nicht der größte Fan von DeAndre. Ich glaube auch nicht, dass er defensiv so über jeden Zweifel erhaben sein sollte, wie er es für viele ist. Aber ich glaube, dass so ein kleiner Markt wie Milwaukee, zu denen er bestimmt nicht wechseln würde, aber dass die einfach jemand sind, die gewillt sein könnten, ihm über 4 Jahre halt den Maximalvertrag zu bieten. Nur, was ich jetzt nochmal sagen will, ich meine, ich kann ihn mir auch in Dallas vorstellen oder in, wo denn noch? Mein Gott, Boston. vielleicht sogar bei den Knicks. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, wir haben eben darüber geredet, wie hat Melo bei den Knicks am besten funktioniert. Stell ihm so ein Spielertypen wie Chandler hin. Rim Protector, Athletik, Ja. Lobfer werten, Rebounden. Also, ich meine, Boston hast du jetzt auch, glaube ich, jetzt gesagt, als ich gesprochen habe. Ja, genau, habe ich auch noch. Aber die suchen ja Ne? händeringend nach einem. Eben. Also, das sind Optionen, beide aus der Atlantic und Milwaukee, Dallas. Das sind so, würde ich sagen, die Leute oder die Märkte, die relativ realistisch sind. Was aber die ganze Sache unrealistisch macht, meiner Meinung nach, ist die Tatsache, dass die Clippers ihm halt das 5. Jahr bieten können. Und ein Spieler mit seinem Skillset, der halt limitiert ist, einen Maximalvertrag zu geben und der dann mehr verdient als, ja, ich meine, ich kann ja jetzt wieder aufzählen, wer weniger als 19 Millionen pro Jahr verdient, ne? Also es ist natürlich ja, ist ein neuer Trend in der NBA. Ich weiß auch nicht, ob ich den gut finde, aber mein Gott, das ist halt auf einem Markt so. Wie gesagt, ein Spieler mit seinen Limitationen und seinem Alter, ich glaube, der ist, weiß ich nicht, 28 oder so, müsste er sein.
So ganz, oder? Ist er noch Mitte 20? Ich bin der Meinung, warte mal, ich Ich bin glaube, er der ist sogar Meinung, so er ist alt wie Mitte ich. 20. Ja, ich glaube, er ist sogar so alt wie ich. Also 26. Glaube ich, hoffe ich. Sage ich jetzt einfach mal Ja, so. Er ist 26. wird 27 im Juli. Ah, siehst du. Ja, auf jeden Fall, wenn er, also er hat jetzt vielleicht nicht so diese dringende Not, dieses fünfte Jahr zu nehmen, wie zum Beispiel ein Chris Bosh es hatte. Ne, oder ein Joel, weiß nicht, Joe Johnson hat ja sogar ein sechstes Jahr meines Wissens nach bekommen. Der Deal Aber, des Jahrhunderts. ja, hör auf. Also weißt du, was ich meine? So, ich glaube, bei ihm Ja, ist es jetzt klar. nicht so, oh, ich will dieses fünfte Jahr. Bei ihm, glaube ich, kann er jetzt sagen, wo sehe ich die beste Perspektive, wo passe ich am besten hin. Ich finde, er passt gut zu den Clippers. Ja, Ja, also. das stimme ich zu. Aber weißt du, ich würde auch gerne mal eine andere Variante bei den Clippers sehen. Ja, ich auch. Ich würde da gerne Weil, irgendwas sich verändern sehen. ja, genau, weil ich habe. Ich mag die Clippers, ich mag deren Spielweise, ich mag die meisten der Spieler, aber irgendwie nächstes Jahr noch mal wieder, das ist immer nur aufgewärmt. Ja. So, dann Playoffs sind sowieso safe und dann starten sie einen Run, aber irgendwie stehen sie sich dann wieder selber im Weg und irgendwie will ich da eine Veränderung haben und vielleicht schafft man das irgendwie da. Ich meine, ich will jetzt auch nicht sagen, dass Spencer Horst der neue Starting Center Um werden Gottes sollte bei den Willen, nicht nach Clippers. der Saison. Genau, so und nicht mit der Frisur. Schöne So. Grüße. Oh fuck. Deswegen, also, aber klar, wenn du die Clippers bist, dann musst du alles dafür tun, dass du ihn halten kannst. Ja. Und hier So. ist jetzt das Ding. Ich finde, diese Sache mit, wir können dir das fünfte Jahr geben und so. Das ist eine Win-Win-Situation, wenn du das fünfte Jahr nimmst und bei uns unterschreibst. Aber wir stehlen irgendwie einen Sign-and-Trade an. Ich habe keine Ahnung. Ich finde diesen Sign-and-Trade mit Dallas recht ungünstig, muss ich sagen. Die haben nichts, was du dann wirklich, Eben. Ich meine, das Dallas, dich zum Contender macht. genau. Also den Clippers fehlt es einfach auf dem Flügel. Und wenn sie irgendwo, sage ich jetzt mal, einen Rollenspieler auf der 5. Ich meine, das ist im Grunde DeAndre Jordan jetzt auch. Da brauchen wir uns jetzt auch irgendwie nichts vormachen und die ganze Zeit vom Big Three reden. Also wirklich wie ein Rollenspieler auf der Damit hast du 5. angefangen. Ja, de defensiv solide und dann ist gut. Aber halt irgendwas auf dem Flügel. Und vor allen Dingen Größe auf dem Flügel. Weil ich finde, einige Lineups, die sind. Da werden die gekillt. Also Ja, so dieses Small Ball ist bis zu Gobert. einem gewissen Grad geil, aber irgendwann ist es dann auch nicht mehr, dass du damit ein Spiel entscheiden kannst. Ne. So. Und deswegen, Ja, das also, wäre interessant auf jeden Fall. kriegt man irgendwo einen vernünftigen Starter und Rotationsspieler, vielleicht sogar zwei Starter für DeAndre Jordan, dann auf jeden Fall machen. Ansonsten sehe ich ihn halt irgendwie schon noch bei den Clippers nächste Saison. Ein guter Pick wäre ja auch schon, also ein Spieler für den Flügel, ein guter Pick wäre ja auch schon. Ja. Damit könnte man ja auch schon leben, denke ich. Ja, aber was bringt dir ein Pick? Ich meine, du musst jetzt wirklich Ja, klar, angreifen mit Paul, ne? du musst vor allen Dingen die Jahre von Chris Paul jetzt ausnutzen, das stimmt. Klar. Aber gut, das Fass machen wir jetzt nicht nochmal Nein, auf. machen wir nicht. Machen wir lieber weiter. Ja, Us Against the World, wenn es um Chris Paul geht. Ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten Spieler. Und, oh, das ist auch ein interessanter Spieler, wo wir gerade vom Flügel geredet haben. Wes Matthews. Ja, da habe ich ja schon ein paar Sachen zugesagt Und niedergeschrieben. und niedergeschrieben. Kurz zusammengefasst, ich glaube, dass Wes Matthews ziemlich viel verdienen dürfte. Ich finde auch, dass er sich das verdient hat durch seine Leistung in den letzten Jahren. Und Ja. als 3-and-D-Spieler hat er, glaube ich, stehen ihm, glaube ich, ja, alle Wege offen, sage ich jetzt mal, oder sind alle Wege für ihn offen, zu jeder Franchise mit einigermaßen Cap Space. Von daher, also ich glaube schon, dass er in Portland bleiben wird, einfach weil ich ihn so passend da finde, sowohl offensiv als auch defensiv und auch wichtig finde. Von daher, er bleibt in Portland, verdient aber einen zweistelligen Millionenbetrag, glaube ich. Ja, ich hoffe, dass er in Portland bleibt. Ich habe nämlich so das Gefühl, die Entscheidung von LaMarcus Aldridge könnte da auch entscheidend werden. Ja, klar. Hoffe ich jetzt aber nicht. Ich bin auch bei dir, dass er zweistellig verdienen wird und das auch verdient. Und ja, also eigentlich kann ich mich da komplett anschließen.
wir haben mal kurz irgendwann mal darüber philosophiert, New York wäre auch ein netter Fit, aber ich würde ihn auch gerne weiterhin in Portland sehen und ich glaube auch im Moment, dass Portland die besten Karten hat, um ihn weiterhin als Spieler zu haben. Ja, ich Ich glaube meine, auch. dass ihm die Trailblazers am Herzen liegen, das hat man gesehen. Kurz nach seiner OP ist er im Jersey mit dem Team zu Auswärtsspielen geflogen und Genau. war immer dabei, saß auch in Klamotten mit auf der Bank und ich glaube, zeigt schon ein bisschen, dass ihm die Franchise am Herzen liegt und ich denke auch Portland wird dann der Platz werden für ihn. Richtig. Das ist gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Ich meine, klar wird er wird wahrscheinlich an den Höchstbietenden sich verkaufen oder seine Dienste verkaufen. Das glaube ich schon. Aber prinzipiell, also hier auch die T-Shirts, mit denen die sich warm gemacht haben, die Jungs, und ich glaube, jetzt hat er erzählt, dass da auch irgendwo eine Hochzeit ist. Ich weiß, wer heiratet denn? Ich weiß nicht, ja, siehst du, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der Stretch Big heißt von denen, der eine 90, 50, 40 Saison gehabt hat. Ach Gott. Meyers. Myers Leonard, genau. Ich glaube, der heiratet und der war ja vor 2 Wochen bei Grantland zu Gast und da hat er halt darüber gesprochen. Und ja, ich glaube einfach auch, mit der Verletzung glaube ich halt auch nicht, dass das so krass um ihn Wettbieten stattfindet. Also. Ne, Das ich ist denke auch, halt, also ohne Verletzung wäre es definitiv schwerer für Portland geworden. glaube ich auch. Also das könnte den echt in die Karten spielen. Auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal, wen wir hier haben. Brandon Bass, Boston Celtics, Unrestricted Free Agent. Einer der Ja. schwierigeren. Ja, weil nicht viel zu sagen. Ja. Solider Bankspieler. Meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, bei den Celtics hat er viel gespielt diese Saison, ne? 23 Minuten. Ich glaube, er hat die Hälfte auch als Starter oder war die Hälfte der Zeit Starter. Ja, ich finde dafür, dass er schon ein so fortgeschrittenes Alter hat und die Tatsache halt, dass Boston sich im Rebuild befindet, finde ich schon auch, dass er relativ viel gespielt hat, ja. Ja, also mit Bankspieler wollte ich nicht meinen, dass er diese Saison diese Rolle eingenommen hat, sondern in meiner Wahrnehmung, ich glaube in einem anderen Team wäre es halt so. Ja, aber ich glaube, so diesen Veteranenbonus hat er mittlerweile auch schon und Ja. ich glaube, so einen Locker Room Guide, den kannst du immer gebrauchen. Und ich glaube, die Celtics würden bei der jungen Truppe auch nichts falsch machen, wenn sie ihn jetzt noch für ein, zwei Jahre behalten. So, und das wird ein kleiner Millionenbetrag, meiner Meinung nach, für 2 Jahre ungefähr und dann von mir aus auch ein Jahr safe und das andere dann mit Option. Je nachdem, wie weit man mit dem Rebuild dann in der kommenden Saison ist. Und ja, das wär's für mich schon. Ich glaube auch nicht, dass Brandon Bass sich auf den ganz großen Zahltag freuen kann. Auch er ist wieder so einer, den ich irgendwo im Bereich der Mid-Level Exception einsortieren würde. Also sprich, irgendwie weiß ich nicht, was ist da denn Zahlen? Einige MLE-Guys, Spieler verdienen 3, die anderen 5. Irgendwie sowas. Wie gesagt, Veteran ist irgendwie auch noch ein effizienter Scorer im Low Post, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Von daher, also ich finde es zwar schwierig, seinen Marktwert zu beziffern, aber ich glaube, dass für die meisten Teams wäre er wirklich ein Power Forward, vielleicht sogar so ein Sixth Man Mensch, sage ich jetzt mal, so ein Sixth Man Spieler, den Also da müsste man, er mich schon ordentlich überzeugen. ja, kommt immer darauf an, was deine anderen Alternativen sind. Nur ich glaube, wenn du so ein Spieler dann von der Bank bringen kannst und der führt dann oder der bringt Resultate, punktemäßig hauptsächlich. Ja, klar. Das kann man immer schlecht abschätzen. Ja, klar. Von daher, also ich glaube, weiß halt nur nicht so, wo will er hin. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er in Boston bleibt, wenn ich ehrlich sagen soll. Ja, ich kann ihn auch schlecht einschätzen, deswegen auch eben so mein guter Bankspieler, aber so eine Six-Man-Rolle würde ich jetzt.
ist bei den Celtics, wenn solange IT weiterhin von der Bank kommt, sowieso schwachsinnig. Ist so. Ja, vielleicht könnte er das irgendwo ausfüllen, aber ich glaube im Moment, auch die kleinen Teams, die sind talentiert und die haben hungrige Spieler und als Lockerroom-Guy so 10, 12, 15 Minuten pro Spiel und ich glaube, damit könnte er sich eigentlich schon zufrieden geben. Okay, ja, dann ja, also ich sag mal, kommt immer auf das Team an, ne? Also. Ja, klar. Ich kann es aber auch nicht richtig bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe zwar einige Spiele der Celtics gesehen, aber so ein Brandon Best war halt nicht so Hauptaugenmerk. Ja, das Problem ist, dass Brandon Best in meinem Kopf so ein Brooklyn-Killer ist, deswegen, also Brandon Best hat wahrscheinlich für mich einen höheren Stellenwert als für die meisten anderen, von daher, ja, Brandon Best ist, ich habe da ein bisschen Respekt vor. Ja, wie gesagt, gucken wir mal. Also ich würde es mir vielleicht echt wünschen, weil Boston, ja, Wallace ist auch Veteran, aber ob die den wirklich behalten jetzt oder ob die noch einen Trade-Partner für ihn finden. Na, mal gucken. Ich würde ihn gerne weiter in Boston sehen. Ansonsten ist aber der Markt, wie gesagt, für so einen Spieler mit dem Marktwert ist auch relativ offen. Also wenn irgendein Contender vielleicht sogar sagt, ey, wir brauchen hier noch einen, unterschreib mal fürs Veteranenminimum. Du hast eine relativ große Rolle und kannst dann 2016 gucken, ob du nochmal was abstauben kannst bei irgendeinem Team, dann macht er das wahrscheinlich auch. Kann ich mir auch gut vorstellen. Das kann gut sein, ja. Das ist ja eh so eine Sache, ne? Wir sind ja jetzt auch in einem Jahr, wo für viele wirklich oder bei vielen Spielern das zählen könnte, ey, gib mir nochmal einen Jahresvertrag mit einem zweiten Jahr auf Option. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine gute Saison gespielt, dann will ich in diesen Geldpool rausschwimmen, der 2016 vor meiner Villa steht, weißt du? Weil ja, durch den Cap-Anstieg, naja, wird interessant. Aber wie gesagt, Bess, ich glaube, da ist, ich sage jetzt einfach, der bleibt in Boston, weil ich ja irgendwas sagen muss. Und dann gucken wir mal, wo er landet. Dem schließe ich mich an. Dann hau einen raus. Wir kommen von einem jetzigen Celtic-Spieler zu einem ehemaligen Celtic-Spieler. Nein, bitte nicht. Und nein. Wir haben viele heiße Diskussionen schon geführt. Viel eingesteckt, aber viel ausgeteilt. Es geht um Rajon Rondo. Da ist auch wieder ein Spieler, wo ich... Bühne frei! Von dem ich denke, viel bescheidener kann man eigentlich nicht in seine eigene Free Agency reingehen. Erstmal ist er verletzt, lange. Im Vorfeld vor dieser Saison und teilweise auch in dieser Saison. Verletzt. Eine Lachnummer an der Freiwurflinie geworden, oder jetzt absolut gewesen, nimmt ihm auch seine Qualitäten in der Offensive teilweise weg, weil er jetzt einfach nicht mehr so gerne zum Korb zieht, aufgrund dessen, dass er gefoult werden könnte. Also ist einfach durch und durch ineffizient, wenn man das, muss man einfach mal so sagen. Ja, und ein Typ, der eine, ja, wie soll ich das sagen, eine funktionierende Mannschaft, der in einer funktionierenden Mannschaft nicht mit einem autoritären Coach klarkam. Klingt autoritär zu negativ? Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Nee, das klingt... Ja, kommt drauf an, für wen das negativ klingt. Also ich glaube, für den Coach nicht. Für Carlisle, also einfach ein Coach, der sagt, wo es lang geht. So, Punkt. Ja, dass Rondo ein Typ ist, der nicht unbedingt damit so konform geht, ist eigentlich, glaube ich, denen ja nicht bekannt. Also ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich negativ war, sondern einfach nur eine Kritik, die sich über die Jahre bewahrheitet hat. Ja. Ja, hat die Mavs statistisch defensiv angehoben, sage ich jetzt mal. Was auch nicht so schwer war? Nee, darüber haben wir halt gesprochen. Dafür ist diese historisch gute Offensive halt zugrunde. Ich sag nicht, dass es an Rondo gelegen hat, aber er wird seinen Teil dazu beigetragen haben. Ich sage jetzt einfach die Fakten. In der letzten Saison 8,9 Punkte pro Spiel, 7,9 Assists, 42% aus dem Feld. 39,7% von der Freiwurflinie. Alter, lass das mal sacken. Was gibt's sonst noch? Offensivrating von 95.
Ein Defensiv-Rating von 105. Ich Also der bekommt den Maximalvertrag echt nur bei den Leuten, die sagen, er ist der Größte ja, aller Zeiten. genau, also jetzt mal ganz ehrlich, das sind Zahlen und ich bin kein Fan davon, nur anhand von Statistiken zu argumentieren. Aber nehmen wir mal eine Statistik, die für Rondo spricht. Natürlich ist er immer noch ein guter Playmaker und so, das ist ja keine Frage. Das war aber schon immer. Da habe ich auch nie bestritten. Kann auch verteidigen, wenn er will. Oder wenn er sich den Arsch auf, Entschuldigung, Oder den wenn wir die Hintern Playoffs aufreißt. haben. Ja, Playoff Rondo ist aber auch gestorben dieses Jahr. Also den Mythos, den baut er nicht nochmal auf, Und glaube ich fand den Hashtag so schön, ne? Ich ich. fand ihn so schön. Nee, also sag doch mal so, wir reden hier von einem Spieler, ist egal, was er vor 4 Jahren oder so geleistet hat. Sonst können wir auch noch über die Legitimation von Deron Williams Vertrag für die nächsten 2 Jahre sprechen, wenn wir jetzt auf Ja. vergangene Leistungen kommen. Aber jetzt mal ohne Scheiß. So, wer gibt dem denn überhaupt, also, irgendwas? Ich meine, Sacramento. ja, genau, wie verzweifelt muss man denn bitte sein, um Rajon Rondo wirklich einen Maximalvertrag geben zu wollen? Ja, ich hab's irgendwann schon mal gesagt. Ich glaube, die Kings sind Favorit auf Rondo und ich fürchte auch, dass das einen ordentlichen Zahltag für ihn geben wird. Aber das Front Office ist halt ungefähr so wie die Geschäftsführung beim HSV. Habe ich jetzt auch richtig gelesen, dass der Kings GM, also ich weiß nicht, Peter Alessandro heißt er, glaube ich, bei den Nuggets und bei den Colorado Avalanche jetzt irgendwie im Front Office arbeitet? Das heißt, er ist ein ehemaliger Basketball-GM, der jetzt bei einem Eishockey-Team im Front Office unter anderem ist? Das kann gut sein, das da kann Weil, ich nichts. als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das sagt einiges über die Kompetenz der Kings in den letzten 2 Jahren aus. Ja, aber sind wir jetzt mal. Ich will jetzt auch nicht schon wieder haten und so, aber die Zahlen, die Rondo da auflegt, das kann dir ein guter Rollenspieler, kann dir das auch geben. In der Richtig. Zeit, die er spielt. So, und der gibt dir auch wirklich 70, 80% von der Freiwurflinie. Und keine knapp 40%. So, und das klingt jetzt wieder so, wir werden dafür wieder richtig Ist gehatet, ne? egal, mach einfach, das ist Ist unser es auch, Podcast. ist es auch, weil es ist einfach die Wahrheit. Das kann dir ein guter Rollenspieler in den 34, 35 Minuten auch auflegen. So. Das kriegt Mario Chalmers, kriegt das auch hin. Ja. So. Wahrscheinlich. Natürlich nicht mit dem, wenn, nicht mit dem Impact in der Defensive, wenn Rondo dann will, das ist mir auch klar, aber so von den Zahlen her statistisch, das, wenn kein D-Wade neben ihm spielen würde, oder jetzt ein Goran Dragic, dann würde er den Ball ja auch mehr verteilen und er würde auch automatisch mehr Assists spielen. So. Also, keine Ahnung. Ich ziehe den Vergleich immer gerne. Man sagt immer, ja, Rondo ist Champion. Ja gut, Norris Cole ist auch zweifacher Champion. Genau. So. Aber ich meine, wir können jetzt, also ich hab jetzt eben noch auf meinen semi-schlauen Zettel, den ich gestern in der Uni angefertigt habe, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wer wohin geht, habe ich jetzt hier stehen, 4 Jahre 48 kann er eigentlich sehr gut mit leben, meiner Meinung nach. Wird wahrscheinlich eher so sein, dass er auf sich selbst setzt und sagen wird, ich will einen kurzfristigen Vertrag und dann wird nochmal neu verhandelt, wenn ich 30 bin oder so. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Wäre Aber ja auch schlau. ich meine jetzt mal ohne Witz, du hast schon gesagt, Sacramento hast du gesagt, die haben, ich glaube, DeMarcus Cousins hat noch nie irgendwie länger als eine Saison mit demselben Point Guard gespielt. Toronto, Boston, Brooklyn hat auch Probleme, aber weiß ich nicht. Philly muss man auf den Draft abwarten, New York muss man den Draft abwarten, LA muss man den Draft abwarten, ansonsten Portland, OKC, Utah. Gut, Utah, ganz ehrlich. Wäre Utah nicht so unattraktiv als Destination? Und ich glaube, vielleicht hätte man da schon das eine oder andere Gerücht gelesen, aber ich hoffe einfach mal, dass diese Gerüchte nie kommen werden. Also, ich will jetzt nicht alle 30 Teams aufzählen, aber jeder hat ja irgendwie einen Point Guard, mit dem sie einigermaßen leben könnten. Einzige Leute, die mir jetzt einfallen würden, wäre Indiana, obwohl ich George Hills Saison total gut fand. Ich finde auch, der wird so ein bisschen unterbewertet. Ja, so ein Den fand ich bisschen. auch zum Beispiel in den Conference Finals gegen die Heat damals, fand ich ihn richtig gut. Ich mag ihn auf jeden Fall. Deswegen, aber ich muss jetzt halt gucken, welches Team ist tendenziell auf der Point Guard Position schwächer besetzt. Und ich, ganz ehrlich,
Ich sehe dann vielleicht Indiana, Brooklyn, Philly, New York, Lakers. Aber Pff, jetzt mal ohne irgendwie Sacramento. jetzt. Punkt. Ich bin ganz ehrlich jetzt. Es hat nichts mit der Person Rondo zu tun, aber ich würde Deron Williams Rondo im Moment vorziehen. Ich war ja, doch schon. Das ist Klar. jetzt auch nochmal meine ganz. Das hat auch nichts mit Pascal zu tun, dass er jetzt Nets-Fan ist oder so. Ich brauche nicht Schleim. Nee, Nur machst du mal, sonst um das nie. festzustellen. Aber weiß ich nicht, ob ich jetzt. Ich meine, im Endeffekt wird es wahrscheinlich bei beidem. Die haben beide eine große Vergangenheit gehabt. So. Und Zukunft sieht im Moment nicht gerade gut aus. Das kann man. Aber ich weiß nicht, ob Rondo. Ich weiß nicht. Ich glaube halt wirklich, dass es nach Sacramento geht, weil die können halt jetzt auch schon sagen, Ja. oder mit seinem Agenten sich in Verbindung setzen unter der Hand und da schon ein bisschen was aushandeln. Und das können die anderen halt nicht. Du hast es gesagt, die meisten warten auf den Draft. Das ist das Problem bei New York, bei den Lakers und ja. Wobei ich schon mal gesagt habe, bei den Lakers, ich würde Jordan Clarkson bitte noch die nächste Saison auch noch als Starter sehen wollen. Hat sich, denke ich mal, seine Chance verdient. Genau. Fände ich jetzt Genau. auch nicht gänzlich unfair, muss ich sagen. Also ich glaube auch, ich glaube, dass er definitiv noch irgendwo zweistellig verdienen wird. Ich glaube aber, dass er einen extrem kurzen Vertrag nehmen wird, weil er einfach, glaube ich, so von sich selbst überzeugt ist und glaubt, dass er ein Spieler für einen Maximalvertrag ist. Von daher, glaube ich, will er sich einfach in dem kurzen Vertragszeitraum beweisen. Und ich glaube auch in der Tat, dass er das in Sacramento versuchen will. Da sind wir uns also diesmal dann auch einig. Das kann aber sehr gut sein, ja. Okay, dann ziehe ich mal den nächsten. Wir müssen ja ein bisschen in die Pötte kommen. Bei einigen labern wir einfach viel zu lange. Oh Gott, der nächste. Brook Lopez hat eine Spieleroption, die er womöglich, so hört man, nicht ziehen wird. Grund dafür ist, liegt auf der Hand. Also ich meine, letztes Jahr komplett verletzt gewesen, zum zweiten Mal den Fuß gebrochen. Das heißt, schwieriger Körper. Top-Leistung, wenn er fit ist, und er war fit, hat gerade zum Ende der Saison hin unfassbar gute Leistung gezeigt. Auch in den Playoffs war er, ja, glaube ich, kann man schon sagen, der Beste bei den Nets, und denkt sich jetzt, ja, okay, nächste Saison könnte ich mich auch theoretisch wieder verletzen, und dann stehe ich da 2016 und niemand will mich oder will mich nicht mehr für viel. Deswegen steige ich lieber jetzt aus meinem Vertrag aus und hole mir nochmal die 5 Jahre oder 4 irgendwo. Das wird wahrscheinlich der Hintergrund für diesen Entschluss sein, dass er ein Free Agent wird. Und jetzt will ich einfach von dir hören, was ist Brook Lopez für dich vom Gehalt her? Also, wenn er fit ist, dann kratzt er für mich an einem Maximalvertrag, weil er einfach offensiv so beschlagen ist wie kaum ein anderer Big Man. Aber ich sehe ihn ganz ehrlich auch nur im Moment bei zwei Teams. Also, einmal, dass er mit euch verlängert, also in Brooklyn bleibt. Und by the way, wenn ich das sagen darf, Shoutout an dich, weil ich glaube, du hast als erstes dieses Gerücht auf Twitter Deutschland gestreut, bevor Mark Stein von ESPN gestern ankam und das zweite Team, das du gleich erwähnen wirst, mit Brook Lopez in Verbindung gebracht hat. Das nur am Rande. Ich muss dir Respekt geben. Danke. Ja, und für mich sind es dann noch die Milwaukee Bucks. Ja, die seit gestern auch einen Max-Slot frei haben. Genau. Man hat Ilyasova nach Detroit verscherbelt, sozusagen. Der mir aber gut gefallen hat zum Ende der Saison. Bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe es auch vorhin noch getwittert, also als Rollenspieler hätte ich ihn mir noch gut vorstellen können. In Milwaukee. Aber das soll jetzt gar nicht so. Also, ich weiß, ich sehe ihn irgendwie bei den Bucks. Es tut mir leid für dich, aber irgendwie sehe ich ihn bei den Bucks. Ich meine, der hat einen Jabari Parker, den Greek Freak hat er da. Das ist eine junge, talentierte Franchise. Ja, ist ein kleiner Markt. Aber da wird er wahrscheinlich auch echt den Maximalvertrag bekommen. Wenn man darauf spekuliert, dass er dann fit bleibt, ne? Das ist ja so eine Sache, das muss man auch abwägen. Und irgendwie könnte ich mir richtig gut da vorstellen. Ja, was ich, also das einzige Szenario, das für mich wirklich wünschenswert ist, kein Szenario, in dem ich Brook Lopez als Lieblingsspieler von mir, der er ja ist,
aus meinem Lieblingsteam verliere. Es gibt kein Szenario, dass ich mir das schön trinken kann. Aber wenn Milwaukee eins hat, dann sind das viele vielversprechende Spieler, auch in der zweiten Reihe. Also ich denke da an einen Ennis. Ich denke an ja, okay, ja, ist aber John Henson natürlich. Auf den wollte ich auch primär hinaus. Also wenn man da irgendwie vielleicht darüber reden könnte, ob man nicht vielleicht dann Sign-and-Trade-mäßig irgendwas deichseln könnte, weil wenn Brook Lopez weg ist, dann ist Thad Brooklyn Young vor. wahrscheinlich auch weg. Und dann ist man aber immer noch mit, ich glaube, so habe ich das gestern ausgerechnet, 75 Millionen über den Cap. Ich meine, was stellst du denn Hey. dann für eine Truppe dahin? Dann Heftig. musst du Joe Johnson irgendwie wegkriegen. Ich weiß nicht wie, aber muss wahrscheinlich dann wieder sagen, nehmt den Pick für 2069, 2020 und, weiß ich nicht, 2150. Aber nehmt uns bitte den Vertrag von Joe Johnson weg, damit wir irgendwie Geld in die Hand nehmen können. Oder du musst halt wirklich diese Stretch Provision oder irgendwas anderes bei D-Will anwenden, um ihn aus den Büchern zu streichen. Also das wäre wirklich der absolute Super-GAU, wenn man Brook Lopez via Free Agency. Gott, ey, Mason Plumlee wäre dann ein Starter, das ist der Wahnsinn. Nee, also um Gottes Willen, also wenn Brook Lopez sagt, ich möchte zu den Bucks, dann ist es auch in seinem Interesse, das fünfte Jahr zu nehmen. Soll er bei den Nets unterschreiben, ist die gleiche Situation wie bei DJ. Aber wenn die Nets dann wirklich nichts zurückbekommen und Thad Young dann auch noch die Biege macht, dann Gute Nacht. nee. Lass uns über was anderes reden, bitte schnell. Also ich sag, der bleibt in Brooklyn, weil ich kann mir einfach nichts anderes. Möchte ich nicht. Nee, mach ich nicht. Ja, und ich habe das Gefühl, dass es ihn nach Milwaukee ziehen könnte. Er ist kein ausgewiesener Bier- und Käseliebhaber. Er mag Comicbücher und Star Wars. Also das gibt's in New York hoffentlich ein bisschen mehr Sachen. Und wenn die Nets wirklich George Lucas De Porter traden, diesen brasilianischen Point Guard, dann hat man ja mit einem George Lucas im Team das beste Argument für einen Star Wars-Fan zu verlängern. Also bitte. Wenn Stimmt. nicht so, wie sonst. Stimmt. Dann hau mal einen raus. Du wirst mich jetzt gleich wieder hassen. Warum? Geht um Spieler, der wird Restricted Free Agent Ich spiele in Detroit. und spielt in Detroit. Oh, damn it. Ja, der bleibt Ist auch da. auch Point Guard und heißt Reggie Jackson. Ja, ich bin immer noch kein Feuerfrei. Fan. Ich bin kein Fan. Aber okay, er hat Leistung gebracht und so. Das ist, glaube ich, das kann man, glaube ich, nicht kleinreden und sollte man vielleicht auch nicht kleinreden. Ich glaube, ich bin auch einfach zu, ja, zu sehr Hater oder zu wenig Freund von. Ja, wie soll ich sagen? Point Guards wie ihm, die einen wackeligen Wurf haben, viel Ansprüche dann schon versucht haben zu stellen an die alte Franchise, obwohl man leistungsmäßig vielleicht noch ein bisschen, ja, ein bisschen diesen Forderungen hinterherhinkte. Von daher, also Reggie Jackson, klar, also ich denke, der bleibt in Detroit. Ich glaube, auch Detroit könnte eine recht ansehnliche Truppe jetzt zusammenstellen für die kommende Saison. Und ja, ich bin gespannt, was Detroit mit Spencer Dinwiddie und Brandon Jennings dann macht. Aber ansonsten, ich glaube, Reggie wird in Detroit bleiben und wird auch, denke ich mal, in den nächsten 4 Jahren. Vier? Jetzt muss ich wieder rechnen. Ja, klar. Also in den nächsten 4 Jahren irgendwie sowas mit im Bereich der 55 Millionen oder so auf sein Konto überwiesen bekommen. Ja. 4 und 48 hat er abgelehnt bei OKC. Fand ich fair. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, läuft. Also Ist warum ja nicht nicht? der einzige, ist ja nicht der einzige Restricted Free Agent, der gerne mal solche Vertragsangebote ausschlägt. Mhm. Nee, ich kann dir da vollkommen zustimmen. Also ich glaube auch, bleibt in Detroit. Wir haben diese angespannte, ja, Guard-Situation schon mal angesprochen. Brandon Jennings kommt ja auch zurück, theoretisch. Falls er nicht mal wieder irgendwie irgendwas tweetet, was nicht so. Genau, mit Rücktritt, ne? So, ich mach den Larry Sanders.
Ja, aber ich glaube auch schon, dass er die 4 Jahre kriegt und ich befürchte auch, dass wir über die 50 Millionen gehen. Und das meine ich so, wie ich sage, ich befürchte das, weil wenn Spieler, die im Vergleich zu anderen Spielern das nicht wert sind, aber es dann trotzdem bekommen, das sind so Gründe, warum der Markt steigt. Das ist nicht immer nur die Wirtschaft und dass alles größer wird. Das liegt auch an Verträgen, die Spieler bekommen, die dann am Ende einfach überbezahlt sind. Ich meine, ja, nach seinen Startschwierigkeiten in Detroit hat er einige Triple Doubles aufgelegt, hat gut gespielt, aber boah, 55 Millionen ist schon eine Stange. Und das immer mit dem Hintergrund, Detroit muss bis 2020, und das wäre ja dann auch der Zeitraum, in dem Reggie Jacksons Vertrag laufen würde, jedes Jahr 5 Millionen an Josh Smith überweisen. Genau, Hooray! genau. Also, da sind wir schon bei 20 Millionen. Ich sage jetzt nicht, dass das für Reggie Jackson irgendwelche Geld aus dem Fenster geworfen wird, um Gottes Willen. Nein. Aber man muss mit Drummond verlängern irgendwann. Ich glaube, nächstes Jahr. Ist wahrscheinlich auch ein Spieler, der den Maximalvertrag fordern wird. Und ich glaube, Also wenn er dass. dieses Jahr noch einen Schritt nach vorne macht, dann kommst du da gar nicht drum herum. Ja. Und dann hast du irgendwann in Detroit, die, weiß Gott, nicht wirklich wirtschaftlich, glaube ich, ja, weiß ich nicht, ganz vorne am Tisch sitzen. Weiß ich nicht, wie das dann aussieht. Ja, ist Wie schwierig. flexibel man bleiben will. Oder ist, oder. Ist Ja. schwierig auf jeden Fall. Gut, hast du Bock auf noch einen Restricted? Oder noch Ja, wenn er so. bei den Suns spielt, dann ja. Ein Suns. Ja. Ja, der kommt gleich. Bei den Warriors spielt einer, Oh der in ja. den Finals ein bisschen abgetaucht ist in den ersten 3 Spielen. Zumindest. Mr. Green. Richtig. Wir haben übrigens 3 Greens, die Free Agent werden. Also es ist. Ach Ist du das grüne Neuner. Doppelbingo? Ja, wahrscheinlich. Wie gesagt, ich habe noch nie Bingo gespielt. Hör auf mit solchem Fachvokabular hier um dich zu werfen. Ich doch auch Ach nicht. so, ja, woher weißt du das dann? Das Was habe ist ich mit dir? irgendwann mal. Was ist los denn? Was ist denn los mit dir? Ja. Ich weiß auch nicht, das habe ich irgendwann mal gehört. Okay, dann, was ist. Bei Green stellt sich auch wieder die Frage, Maximalvertrag ja oder nein, weil das geistert ja schon irgendwie seit Ewigkeit durch die Gegend. Guck dir bitte den Vertrag von Steph Curry an. Oh, ja, das Und dann ist. überleg mal, ob du jetzt wirklich Draymond Green einen Maximalvertrag geben möchtest. Ich meine, wir haben's, du bist ein großer Fan von ihm. Und selbst du sagst, es ist ein besserer Rollenspieler. Und so sollte er dann auch eventuell bezahlt werden. Weil, also, klar, der Steph Curry-Vergleich, der hinkt, weil Knöchel und keiner hat mit dieser Explosion gerechnet. Ich weiß, aber so, du brauchst halt auch noch ein bisschen Platz, ne? Und deswegen, also ich glaube, ich glaube schon, er wird zweistellig verdienen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird aber kein lang, also es wird schon ein Vertrag über 3 Jahre, aber ich glaube mit Option auf ein viertes Jahr. Und dann sind wir ungefähr, sagen wir bei, was weiß ich, 40, 45 Millionen. Das Problem ist, ich würde da dir gar nicht widersprechen, weil das Problem ist nur, um jetzt nochmal wieder zurück auf die Pistons zu kommen. Hat man öfters mal gesehen, dass er ist ja in Michigan State auf die Uni gegangen, gebürtig aus Michigan, dass er wohl Begehrlichkeiten auch mit seinem Skillset für ein Stan Van Gundy-Team Ja, aufweist. natürlich. Das Und stimmt. wenn Detroit dann sagt, ja, wir geben dir dieses Offersheet für den Maximalvertrag, dann muss Golden State halt sagen, ja oder nein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Draymond Green mit seinem aktuellen Hype, sage ich jetzt mal, als Zweitplatzierter vom Defensive Player of the Year etc., dass sie den wirklich für Umme ziehen lassen. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Und von daher befürchte ich, dass Golden State gezwungen ist, ihn, das muss man einfach so sagen, überzubezahlen, ja. Sind wir Also. wieder beim Thema? Spieler werden überbezahlt. Ja, aber das ist Und interessant. Das macht auch die NBA ein bisschen aus in solchen ja, klar, das Situationen. ist. Das ist vielleicht ist er jetzt auch, vielleicht ist er auch nur für den Moment überbezahlt und er macht noch irgendwie auf wundersame Weise noch einen Schritt nach vorne. Und dann würde ich hier wahrscheinlich nächstes Jahr sitzen, wenn wir darüber diskutieren, sagen, alles richtig gemacht. Ja, gut, wie Dann viel? Ja. redet man vielleicht darüber,
Jetzt könnte man sogar darüber reden, vielleicht noch ein, zwei Millionen mehr, hätte ruhig noch ein, zwei Millionen mehr draufpacken können. So. Aber das ist halt alles spekulativ in die Zukunft gedacht. Und wie realistisch hältst du das, dass er mit 25 Jahren nach der Saison nochmal eine Schippe draufpacken kann? Also, die Frage habe ich mir gestellt. Ja, das ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass da noch ein Schritt kommt, die wird halt immer geringer mit dem Ja, Alter. finde ich Ja, auch so. klingt jetzt wieder bescheuert, mit 25 zu sagen, mit dem Alter, aber man entwickelt sich halt wirklich nur eine gewisse Zeit und danach geht es darum, an den Schwächen zu arbeiten und sich da zu verbessern. Genau. Aber das kann ja manchmal auch schon helfen, wenn er sein All-Around-Game noch ein bisschen perfektioniert, wenn der Wurf konstanter fällt, das wäre ja auch schon ein Schritt nach vorne. Klar, das würde jetzt kein Maximalvertrag irgendwie ja, bestätigen, aber es würde dann ein Gehalt, was eventuell im ersten Moment zu viel ist, im Nachhinein bestätigen. Ja, sehe ich auch so. Ja gut. Also bleibt er wahrscheinlich in Ja, Golden gehe ich auch State. von aus. Okay. Okay, kommen wir zu einem eher unscheinbareren Spieler, beziehungsweise der sehr unterm Radar fliegt. Marco Bellinelli. Jo. Auch Unrestricted Free Agent. Genau. Ehemaliger Three-Point-Contest-Gewinner. Das wird ihm zugutekommen, also beziehungsweise dass er ziemlich gut shooten kann, weil ich glaube, so ein Spieler will eigentlich jedes Team heutzutage haben, ne? Also du willst irgendeinen Spieler haben, Ja, den du einfach bringen klar. kannst und der dir, weiß ich nicht, 6 bis 9 Punkte pro Spiel durch Dreier bringt und halt für Spacing sorgt, ne? Also diese konstante Bedrohung halt, was ja auch Kyle Korver so wertvoll macht, ja, wie heißt es auf Deutsch? Also er diese Anziehungskraft, ne, dass du ihn auf die Weak Side stellst und dann auf der Strong Side halt 4 gegen 4 spielst. Das ist ja so dieses ja dieser Wunsch, der bei solchen Shootern auch immer eine Rolle spielt aus Coaching-Sicht. Von daher glaube ich, dass irgendein Team ihm wahrscheinlich auch tendenziell mehr bieten könnte oder mehr bieten möchte als die Spurs, die ja eigentlich eine relativ klare Vorstellung von ihrem Gehaltsgefüge haben. Und von daher sehe ich ihn gar nicht mehr bei den Spurs, aber Ne, das habe ich auch ein Gefühl. ich glaube halt, dass den Spurs Marco Bellinelli am Ende des Tages zu teuer sein wird. Und jetzt muss ich mal auf meinen schlauen Zettel gucken, wo habe ich denn den guten Bellinelli, wo sehe ich ihn denn? Ich habe dadurch, dass einer aus diesem, ja, von dieser Franchise weggehen wird, meiner Meinung nach, und im Backcourt dann vielleicht ein Rollenspieler gebraucht wird, sehe ich in Phoenix. Die gerne Dreier ballern und bei denen wahrscheinlich ein Platz im Backcourt von der Bank frei wird. Das war jetzt so Okay. mein erster Gedanke. Ist interessant, auf jeden Fall. Ich habe immer so, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, er ist ja ein interessanter Spieler. Wie gesagt, ist halt ein bisschen unterm Radar, aber er hat ja definitiv seine Qualitäten. Und ich habe auch, man muss gucken, wie es cap-technisch hinhaut. Man muss gucken, wie ein gewisser Spieler da seinen Vertrag dann am Ende, ob er aussteigt, ob er verlängert. Dieses Hin und Her, aber nicht ich könnte, aber ich würde ihn mir gerne in Miami wünschen. Weil dieses Shooting von der Bank, das ist das, was uns fehlt. Und das würde ich in Bellinelli sehen. So. Okay. Ich habe aber jetzt nicht genau, das hängt halt gerade im Moment viel an D-Wade ab. Inwieweit wir in die Zukunft oder jetzt auch schon in dieser Offseason planen können, was Gehälter angeht. Deswegen ist es jetzt keine Option in dem Sinne, sondern einfach nur ein Wunsch, dass sich Pat Riley eventuell mit ihm beschäftigen könnte, falls man das finanziell regeln kann. So. Ja. Aber an sich finde ich, die Suns finde ich ein guter Fit. Okay. Ja, Miami kann man, denke ich mal, auch nicht schlecht reden. Oder sich schlecht reden. Ne? Man muss mal gucken. Also, wie gesagt, Bellinelli ist ein interessanter Spieler. Ja, Äh, auf jeden kann, kann Fall. im Team, denke ich mal, auch helfen und ist ja nicht umsonst auch, ist er Champ geworden mit den Spurs und war auch meiner Meinung nach in dieser Championship-Saison kein unwesentlicher Teil der Rotation. Von daher verdient er schon ein bisschen mehr Anerkennung, als man ihm vielleicht gibt. Definitiv. So, Bellinelli war bei dir, ne? Ich bin, glaube ich, dran mit ziehen. K-Love. Yes. Das können wir, glaube ich, relativ kurz machen.
Ich glaube, mein Lieblingsthema im Podcast ist. Haben wir im letzten Podcast auch erst drüber geredet, ne? Ja. Ja, Kalov, was machen wir mit ihm? Spieleroption hat gesagt, er bleibt in Cleveland, er bleibt nächste Saison auch in Cleveland und danach, denke ich mal, werden sich die Wege auch trennen und er wird in irgendeiner Franchise, lass es LA sein, lass es wo auch immer, Boston meinetwegen, die ja auch sehr interessiert an ihm sind, zum neuen Franchise-Player werden, genau. Ausrufezeichen. Maximalvertrag sollte, glaube ich, klar sein. Absolut, ja, ist er für mich auch. Ja, wie gesagt, Spieleroption wird er aller Voraussicht nach ziehen, das glaube ich echt und dann, ja, er ist, denke ich mal, in einer sehr komfortablen Situation dann im Jahr 2016 als sicherer Maximalvertragsspieler, dann kann man mal gucken, was sich an dem Tarifvertrag ändert und dann könnte er, ja, ich glaube, nee, LeBron ist ja dann auch noch da, also mit LeBron einer der Spieler sein, die richtig doll abkassieren werden. Auf jeden Fall. Gut, ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht sagen, ne? Ne. Ich meine, das haben wir oft genug gemacht. Wir bleiben aber bei den Bigs. Interesting. Omar Asik. Boah, das ist so schwierig. Warte, ja. Da muss ich wieder auf den schlauen Zettel gucken. Das habe ich nicht mal mehr im Kopf. Asik. Auch unrestricted. Guck mal an. Oder? Nee, ich habe noch, glaube ich, diese Franchise noch für keinen Spieler. Ich glaube nicht. Okay, ich mach's kurz. Ich glaube, dass Asik als Defensivcenter, als Rebounder auch nach der Saison noch vielleicht so Begehrlichkeiten in New York wecken könnte. Weil ich bedenke, besser als nichts. Sein Marktwert dürfte nicht hoch sein. Er verteidigt. Soll ein bisschen den Ring beschützen, soll ein bisschen rebounden. Ist einer der besten Backup-Center gewesen in den vergangenen Jahren. War in seiner ersten Saison in Houston relativ gut. Hat meines Wissens nach auch ziemlich stark reboundet. Und von daher mal probieren. Also auch wenn es da wieder ein sehr kurzer Vertrag sein wird. Auch hier wieder irgendwo im Bereich der Mid-Level-Exception vielleicht sogar nur. Oder war das nur? Im Bereich der Mid-Level-Exception. Wenn man einen Big Man braucht, und das braucht New York, und die brauchen auch Defensive, deswegen disqualifiziert das einen der anderen Big Men, die noch auf unserer Liste draufstehen. Ich habe die New York Knicks als Destination für Omer Asik. Finde ich gut. Ich ganz ehrlich, finde ich gut. Bin ich nicht drauf gekommen. Wen hast du denn? Ich habe mir so gedacht, ich weiß gar nicht, ob man unbedingt die Rolle als Starter bei ihm anvisieren muss. Sondern du hast es gesagt, er ist ein guter Backup-Center. Und ja, ich weiß, wenn ich das jetzt sage, die Franchise hat mehr Probleme in der Offensive als in der Defensive. Aber ich fände bei einem guten Betrag die Toronto Raptors interessant für ihn. Huh. Interessant. Auf die bin ich nicht gekommen. Ja, Toronto braucht auf jeden Fall mal ein bisschen frischen Wind im Frontcourt und braucht auch defensive Präsenz, ja. Ja. Also ich finde das interessant. Also bei Valanciunas warten wir alle seit 3 Jahren gefühlt auf den Durchbruch. Ja. Und ich befürchte, wir können da noch 3 Jahre drauf warten. Ja, und ich glaube, so ein Asik in der Hinterhand zu haben, das wäre nicht verkehrt. Und wenn man sich da wirklich vertraglich einigen kann, das kann ja, wie du gesagt hast, ein kurzer Vertrag sein, meinetwegen 2 Jahre. Und das wäre ja schon cool. Ja. So. Dann ist er auch 30 und dann kann er sich ja noch mal umgucken, ob er irgendwo einen langfristigen Vertrag bekommt. Ich weiß nicht, vielleicht so 2 Jahre 16. Also, ja. Und dann vielleicht zweites Jahr eine Option und dann mal gucken. Ja, wäre interessant, nur, ja, da müsste er sich halt, weil er hätte wirklich, glaube ich, keine Chance darauf, Starter zu werden, aber ich glaube auch die Ansprüche da war jetzt nicht mehr so haben wie noch vor 4 Jahren. Genau, das ist es, was ich meine. Deswegen, eventuell, ich weiß nicht, inwiefern er auch selbst seine Leistung aus der letzten Saison einschätzen kann. Hm. Beziehungsweise inwiefern er das auch sich eingestehen kann. Und aber wenn er es kann, dann irgendwie Kontakt mit den Raptors oder mit den Knicks. Die Knicks wären dann natürlich im Vorteil, weil er da starten würde wahrscheinlich. Ja, gehe ich von aus, ja. Aber wenn da irgendwie der Kontakt zustande kommt, könnte ich mir das richtig gut vorstellen bei den beiden Franchises. Also, ist interessant. Coole Idee auf jeden Fall mit den Raptors.
So, dann ziehe ich, ach, den wolltest du doch eben schon haben. Brandon Knight, Restricted Free Agent, mittlerweile in Phoenix. Und dort, glaube ich, gar Halleluja. nicht so gut angekommen. Nee, hat ist, glaube ich, auch mit einer Verletzung gestartet, ne? Ich glaube, da war was. Definitiv ein talentierter Spieler. Aber da ist auch wieder die Frage, ist noch Upside irgendwie vorhanden? Er ist ja offensiv, ist er ja relativ beschlagen, defensiv, ja, eher so Mittelmaß, glaube ich, wenn er auf hohem Niveau spielt. Ja, ich finde, das Und sticht auf das. jeden Fall nicht Nee, heraus. also, ja, stinkt normaler Verteidiger, sagen wir es so. Also er kann durchaus verteidigen, aber es gehört nicht zum elitären Kreis. Ja. So. Könnte interessant für einige Franchises werden. Ich weiß, die Franchise nennen wir jetzt, glaube ich, bei gefühlt jedem möglichen Spieler, aber da haben wir auch wieder die Knicks. Ja, klar. Die eine Option sind. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass durch die Verletzung die Suns so ein bisschen den Vorteil haben, weil eventuell die ja Gehälter oder beziehungsweise die Angebote für ihn nicht so hoch wären, als wenn er die Saison fit gewesen ist. Dass man das dann auch matchen kann einfach. Das würde ich nämlich auch interessant finden, dass er sich dann erstmal noch ein, zwei Jahre in Phoenix beweist. Ist auch eine interessante Sache auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich fände generell cool, wenn er in Phoenix bleiben würde, weil da hat er halt so diese auch diese Position des vielleicht eher sekundären Ballhändlers oder zumindest nicht des alleinigen primären Ballhändlers inne mit Eric Bledsoe. Das ist ja so eine Sache, auf die, ich will nicht sagen, auf die habe ich gewartet, aber ich habe immer in ihm so ein, ja, ich das ist wieder doof, wenn ich sage, ich habe in ihm so ein Shooting Guard gesehen, aber halt so ein, ja, auch durchaus ein Spieler, den man auch Off-Ball halt einsetzen kann und natürlich auch mal den Ball in der Hand geben, sie soll seine 4 Assists oder was sammeln oder seine 5, je nachdem. Oder mal zum Korb ziehen. Richtig, werfen kann er ja auch. Ja. Zumindest hat er das in Milwaukee getan, bis er dann getradet worden ist. Dann wurde es wieder ein bisschen schwächer. Also von daher, ich glaube, ich mag Phoenix schon. Also Ja, dem wünscht man auch nichts Schlechtes. Das ist eine nee. sympathische Freundschaft. Aber ich glaube auch, da sind wir wieder bei dem Ärzte-Team, das Wunder bewirken kann, wäre für Spieler, die eventuell ab und zu mal, ja, für Verletzungen sehr gut zu empfangen sind, sagen wir es mal so, ein interessanter Platz. Und wenn man die Chance hat, in Phoenix zu spielen, zu starten. Ich habe nur die Befürchtung, dass die Suns dieses Jahr oder beziehungsweise in der kommenden Saison wirklich keine oder keinen nicht in der Konkurrenz zu Platz 8 stehen Naja, werden das ist im das Westen. Problem, naja. Das ist dann wieder das, was es so ein bisschen unattraktiv macht. Ja, und ja, erzähl. Bei den Knicks zum Beispiel, da könnte man ja jetzt, wenn wirklich viel richtig läuft, da kannst du ja schon wieder mit den Playoffs rechnen im Osten. Ich glaube, sogar die Sixers können in der kommenden Saison mit den Playoffs im Osten rechnen. Das ist ja Ja. so weit offen. Aber ja klar, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Die einzige Sache, die ich wieder sehe, ich glaube, wenn irgendeine Franchise, das ist, glaube ich, jetzt der erste Fall bei einem Restricted Free Agent, den ich dann wirklich ohne weiteres ziehen lassen würde, wenn ihn einer mit einem Offersheet in Richtung 60 Millionen für 4 Jahre oder so kommt. Ja, Also das da würde ich stimmt. sagen, sorry, aber da bin ich raus. Da gebe ich dir recht. Das ist so eine Sache und Aber ich glaube, durch die Verletzung, die er hatte und auch die Saison war ja zum Ende hin, vor allen Dingen nach dem Trade, eher durchwachsen. ja. Ich glaube, das könnte, wie gesagt, den Suns in die Karten spielen. Glaube ich auch. Okay, dann den habe ich gezogen, ne? Den Brandon. Ja, ich bin wieder dran Also ich und glaube, wir sind uns einig, dass ein Phoenix bleibt. ja, gehe Wahrscheinlich, ich von okay. aus. Also wenn nichts Überraschendes passiert an wirklich Überbezahlung, dann denke ich auch, dass er bei den Suns bleibt. Ja, es ist eine witzige Konstellation, denn nicht nur Brook Lopez wird Free Agent, Ja, das auch stimmt. sein Bruder Robin Lopez wird Free Agent.
Aber der wird unrestricted Free Agent. Richtig, richtig. Das ist ja noch ein kleiner Unterschied. Und? So, wo habe ich ihn denn? Moment, schlauer Zettel. Ach ja. Stimmt. Ja, ich glaube nicht, dass er bei den Portland Trailblazers. Also wie gesagt, das hängt viel von LaMarcus Aldridge zusammen. Das hängt mit LaMarcus Aldridge zusammen. Ja, es könnte sehr, sehr bitter, vor allen Dingen für Damian Lillard werden. Richtig, also wir könnten darüber reden, dass Portland mit Matthews, Robin Lopez und Aldridge verlängert. Dann bleibt Aflalo noch da. Und dann kann man wirklich sagen, okay, die Typen waren oder ja, waren, weiß ich nicht, ob sie das waren. Aber das war eine Mannschaft, die durchaus im Westen für Furore hätte sorgen können, auch in den Playoffs. Von daher ist es ja attraktiv, so ein Team beisammen zu halten. Ich glaube da aber ehrlich gesagt nicht dran. Deswegen glaube ich auch daran, dass Portland auch Robin Lopez nicht so viel Geld überweisen möchte, weil sie einfach für die Zukunft auch dann ein bisschen finanziell flexibler bleiben möchten. Du hast ja gesagt, Damian Lillard muss man bezahlen, ne? Kommt ja jetzt auch, wird auch einen Max-Vertrag kriegen, klar. Und von daher glaube ich. Wird auch spannend zu sehen sein, ob's in Portland bleibt. Ja, okay. Hängt auch. Ja, aber das hängt auch jetzt eine Menge von LaMarcus ab und die Welle, die das lostritt, falls er gehen sollte. Also wenn du nachher Damian Lillard da alleine hast mit besseren Rollenspielern. Ja, klar. Aber das kommt dann auch wieder auf den offenen Markt an, dann übernächsten Sommer. Genau. Im nächsten Sommer. Gucke jetzt einfach mal. Also der schlaue Zettel, der sagt, Robin Lopez wird ein Mannschaftskollege von Dirk. Die Mavs brauchen alles von 1 bis 5. Ja. Und von daher, es gibt wenig Spieler oder wenig Center, die auch vielleicht mal eine andere Art dann sind. Also wirklich so, Robin ist ja auch eher so ein Ringbeschützer, ne? Ich glaube, ja, offensiv halt, weiß ich nicht, so, das ist schwierig halt zu sagen, aber es ist halt eine andere Art Spieler als Tyson Chandler und das hat ja in der letzten Saison halt jetzt nicht wirklich so hohe Wellen geschlagen, sage ich jetzt mal. Und von daher glaube ich, das könnte man mal probieren. Ich weiß nur nicht, wie viel Geld er verdient wird. Das ist das Problem. Also ich kann das ganz schwer einschätzen. Das ist, wenn du ihn als Starter holst, musst du ihn, glaube ich, auch, also wenn du sagst, okay, du bist unser Starter, dann glaube ich nicht, dass du da unter 10 Millionen pro Jahr anbieten kannst. Und er sagt, nee, ja. Vor allen Dingen wird es dann auch ein langfristiger Vertrag. Ja. Er ist aber auch noch relativ jung, also er ist ja so alt wie Brook. Ja. Sieht aber ein bisschen älter aus manchmal. Ja. Verprügelt auch gerne Maskottchen, was sehr, sehr geiles Entertainment ist. Also ich finde auch, also das ist also ein Hobby, das möchte ich mir auch zulegen. Also ich finde das richtig gut. Ja. Dem würde ich mich gerne anschließen. Ich schreibe ihm mal einen offenen Brief. Mach mal. Andere gegen Kühe schubsen und wir gegen Maskottchen schubsen. Ja, definitiv. Ja, nee, ich bin auch ganz bei dir. Ich nenne jetzt nicht die Knicks nochmal. Okay. Das erübrigt sich. So. Milwaukee fällt da auch raus, meiner Meinung nach. Mhm. Weil das ist dann von allen so ein bisschen zu wenig, um da wirklich zu sagen, den wollen wir haben. Ich könnte mir Verbleib in Portland vorstellen. Ich auch, ja. Aber sie müssten ihn dafür definitiv überbezahlen. Ich glaube nicht, dass da Preis-Leistung stimmt, wenn er bleibt. Ja. Aber ansonsten, Mavs sind interessant. Eine Überlegung, die mir überhaupt nicht gekommen ist. Ja, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen andere Art von Center halt. Das ist vor allen Dingen nicht dieses, wir wollen unbedingt einen Superstar. Vielleicht auch einfach mal den Weg gehen, wir wollen eine homogene Truppe haben. Mhm. So. Und Mark Cuban ist kein dummer Mensch. Auch wenn manche Äußerungen so klingen, als wäre er es. Na, ist er nicht. Ich glaube, Dirk hat auch einen guten Einfluss. Und Dirk kann Spieler besser einschätzen, weil er gegen sie spielt. So. Und ich glaube mir schon, dass das ein Spieler ist, der eventuell interessant werden könnte. Aber ich gehe von einem Verbleib in Portland aus für eine Menge Geld.
Zumal das jetzt mit Dallas auch nicht so der optimale Fit wäre, weil wir wissen ja, dass die beiden Lopez-Brüder bei den Rebounds jetzt nicht so beschlagen sind. Und Dallas hatte ja auch in der vergangenen Saison mit Rebounds ein paar Probleme. Und ja, dass man nicht auf Dirk bauen sollte, das wissen wir ja auch, aber in Sachen Rebounds meine ich. Von daher, also wie gesagt, ich glaube, es ist nicht so der optimale Fit, aber ich kann mir halt so vorstellen, dass man sagt, ey, okay, der ist Das auf wäre ein neuer Weg, 26, den man einschlägt. 27, lass machen. Also Ja. lass versuchen und versuchen, einen humanen Vertrag zu nehmen und ansonsten guck mal vielleicht auch ein bisschen, was in der Draft ist. Also die Mavs haben ja, soweit ich weiß, ihren Pick und dann kann man mal gucken, vielleicht ist da ja noch irgendwo ein Athlet, wirklich einer, so ein inselbegabter Spieler wie ein anderer Restricted Free Agent, zu dem wir gleich noch kommen, der reboundet wie sonst was, den man dann bringen kann in Situationen. Mal gucken. Wird lustig, glaube ich, bei Robin Lopez. Dabei. So. Der nächste Green, Jared Green. Das ist der Spieler, den ich schon eben angeteasert habe, dass ich den gar nicht mehr in Phoenix sehe. Nee, der passt auch irgendwie nicht mehr in dieses System. Ist auch mit Also, seiner Rolle unzufrieden, das kann man auch mal so sagen. Also, soweit ja, ich klar. weiß, ist er das. Hat Ambitionen als Starter und kommt halt regelmäßig von der Bank. Ja, und das auch nicht unbedingt als Sixth Man über weite Genau. Teile. Das ist halt auch ein Problem. Naja. Ja, vor allen Dingen seitdem einer der Morris-Brüder dann meistens auch von der Bank kommt. Marcus, ne? Glaube ich. Marcus. Ja, ich bring's immer durcheinander. Ich glaube Markus. Ich glaube, Markieff ist gesetzt auf Ja, vier. ja. Ja, ist aber auf jeden Fall ein interessanter Spieler, der nicht nur danken kann. Um Gottes Willen, ne. Den könnte ich mir in einer kleineren Franchise vorstellen. Ich Ey. meine, die Suns sind keine große Franchise, also nicht falsch verstehen. Ich fürchte was. Ja, mach mal. Was befürchtest du denn? Na, mach mal. Wenn er weiter die als Starter spielen möchte, dann eventuell eher zum Osten hin orientieren. Okay, mach mal. Dann habe ich Ich habe, nicht das gleiche Team. nee, ich habe jetzt auch kein Team, was ich da spezifisch nennen kann. Aber ich glaube, Starter wäre im Osten wesentlich höher, also eine höhere Wahrscheinlichkeit als im Westen weiterhin. Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Also glaube ich, dass ihn das eher an die Ostküste jetzt ziehen wird. Okay. Ja, ich finde es halt echt krass, weil ich glaube auch einer der ersten Artikel oder einer der jüngeren Artikel auf dem Crunchtime-Blog damals noch von Sebastian, der ging über Jared Green und da wurde eigentlich darüber geredet, wie sehr er doch auch diesen Morey Ball spielt, das heißt Dunks, Korbleger, Dreier. Und das hat er gut gemacht, das hat er auch fast 30 Minuten pro Spiel gemacht. Und irgendwie ist seine Rolle total beschnitten worden in dieser Saison und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so ganz warum. Ich sehe ihn weiterhin im Westen, aber ich glaube, dass er sich den Nuggets vielleicht anschließen könnte, möchte. Okay. Einfach so. Also ich glaube, zu Denver wird er passen. Zum Spielstil, den die Nuggets dann hoffentlich bald auch wieder spielen werden, könnte er dann auch passen. Und ja, ich habe jetzt einfach mal Denver in den Raum geworfen, weil ich glaube, die haben auch ein bisschen Cap, mit dem die arbeiten können. Fareeds Vertrag setzt ja nächstes Jahr ein, deswegen das ist so ein bisschen ein absoluter eigentlich, aber ja. Nee, ich sag dann, der geht nach Denver. Ich muss ja irgendein konkretes Team sagen. Habe ich doch auch nicht genannt. Ja, doch, ich muss. Das ist der innere Druck, den ich mir selbst mache. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit. Okay. Könnte gut passen. Wen haben wir dann noch? Wir kommen zu. Wir bleiben bei den Guards. Zum Sixth Man of the Year. Lou. Yes, Williams. Es ist so ein Spieler, da hab ich geguckt, hab gedacht, ja, okay. Der verdient in etwa das, was er verdienen sollte. Der ist bei einer Franchise, Die zu ihm passt. die zu ihm passt und der hilft. Von daher, warum überhaupt irgendetwas ändern? Also von mir aus kann halt genau so weitergehen. Sowohl Verdienst als auch Franchise. Ich laber heute ziemlich viel, das merke ich gerade wieder, aber da möchte ich es kurz halten. Also kann alles so bleiben, wie es ist. Ausrufezeichen, ich schließe mich denen an. Wir können weitermachen.
Cool. Dann ziehe ich Genau mal so. einen. Diese grüne Welle nimmt nicht ab. Also Danny Green. Spurs. Oh, jetzt ist lustig. Schlauer Zettel. Wichtiger Spieler? Ja. Teilweise etwas underrated in der Wahrnehmung. Also jetzt im Speziellen auf den Spurs-Kader. Ja. Ich glaube, verdient im Moment auch recht gut. Ja. Ich denke, da wird man sich auf eine Vertragsverlängerung einigen und bei einem bisschen besseren Geld, und ich denke, der wird in San Antonio bleiben. Da würde ich mir auch weiterhin wünschen. Ja, davon gehe ich eigentlich auch aus. Also ich meine, klar, für einen Spieler, ich glaube, er war ja auch in der D-League mal unterwegs und so, verdient er jetzt, glaube ich, nicht 4 oder so. Also von daher, Ja, er wenn wir da auf merkt, 6 für 3, 4 Jahre raufgehen, genau, finde ich es gut. finde ich auch. Also gut, ich hab die schon öfters diese Parallele zu Wes Matthews gezogen, halt dieses 3D. Er ist halt wirklich 3, aber Oho, also wirklich auch vom Volumen her und so, finde ich, ist seine Ausbeute so in den letzten, aber konstant jetzt auch, ne? Also das ist einer der unterbewertetsten Spieler, wenn es wirklich darum geht, ja, als Flügelspieler durch Dreier, fast nur durch Dreier, für sein Team zu produzieren. Also ist ein super Spieler, glaube ich, will auch jede Franchise so in etwa bei sich in der haben, und ich finde einfach auch die Flügelzange, so nenne ich es jetzt mal, mit ihm und Kawhi auch defensiv. Also Das ist so ein giftiger Verteidiger. das kann man eigentlich auch nicht schlecht reden, was die beiden da machen. Also ich Nee, und vor finde allen Dingen, der Typ, der wird jetzt, in ein paar Tagen wird er 28. eben, also Also. das bestes Basketballalter hatten wir eben auch schon mal. Also definitiv 3 Jahre für 18, für 20, weiß ich Ja. nicht, also gerne, aber dann auch bitte bei den Spurs, weil Genau. das gefällt mir, also die Spurs gefallen mir im Grunde von 1 bis 3 ziemlich gut, und dann muss man mal gucken, was ist mit Manu, was ist mit Timmy, wird Splitter vielleicht getradet, wer weiß. Vor allen Dingen, der Ja. ist der Franchise auch so dankbar. Ich glaube, das ist eigentlich safe, dass der nächstes Jahr Ja, ich glaube auch. weiterhin Also, der wird sich auch dort nicht spielt. an den Höchstbietenden, glaube ich, verkaufen, weil ich glaube, er weiß dann Nö. auch, was er da hat. Er weiß in etwa so, dass er da einen kleinen Markt, dass er da sein, hat er wahrscheinlich sein Häuschen, bezahlt wenig Steuern, hat eine super Organisation und ist wahrscheinlich auch auf Nachhaltigkeit und so bedacht. Kann Ja. er, so rede ich mir das jetzt gerade zumindest schön. Also Ja, klar, das ist, am Ende wissen wir es auch nicht. ja. Manchmal sind es ja die Spieler, von denen man das am wenigsten erwartet. Genau. Dann Okay. weiter geht's. Kommen wir zu einem von, ich glaube, zwei Indiana-Spielern, die wir aufgelistet haben. Okay. Ah Ich glaube, ja. da brauchen wir auch nicht so viel, glaube ich, sagen. Rodney Stuckey. War mein Manager-Team dieses Jahr. Von Auch bei mir daher, kurze Zeit. ja, war schwankend, glaube ich, zu Beginn der Saison. Deswegen war ich ein bisschen sauer. Aber, ich meine, ne, Ich bin am Ende Leben. übrigens vor Pascal gelandet, nur mal so für den Ja, Rekord. genau. Um einen wahren deutschen Poeten, ja, einen Poeten zu zitieren: Das Leben ist kein Internet, von daher, es wird auch noch im realen Leben irgendwas gemacht. Und da hat er halt in seiner Rolle bei den Pacers, finde ich, gute Leistung erbracht. Und ich glaube auch, dass es in beidseitigem Interesse ist, miteinander weiterhin zusammenzuarbeiten. Weil ähnlich wie bei Danny Green, also ich meine, er verdient jetzt wirklich wenig. Er war auch ein echter Schnapper in der Offseason. Muss man einfach sagen. Also ist von 8,5 auf etwas über 1 Million runtergecrasht, was das Gehalt angeht. Und von daher, ja, hat seine Sache gut gemacht, ist für mich auch wieder so ein typischer, weiß ich nicht, vielleicht so ein sechster, siebter Mann, auch einen, den du immer starten lassen kannst, der so irgendwo in der gehaltstechnisch in der Kategorie der Mid-Level Exception anzusiedeln ist. Ja. Was soll ich dazu noch großartig sagen? Ich weiß nicht. Widersprich Hast, mir. kann ich nicht. Will ich, kann ich nicht. Ich bin auch da, bin ich deiner Meinung. Okay. Ich glaube auch, dass das gut passt.
glaube, diese ganze Kultur in Indiana, die passt ganz gut zu ihm. Und das sollte er nicht missen. Und ich glaube, das wird er auch nicht. Okay. Bist du bereit für den nächsten? Und du sagst das so komisch. Ich glaube, das haut mich gleich vom Hocker. Global Superstar und Oh ja. ja, also ich glaube, so wird er in der League Pass Werbung immer angekündigt, wenn es um die D-League geht. Jeremy Lin. Wenn es um die Deli geht. Ja, es gibt da irgendwie so eine Werbung, da sind so D-League-Spieler und dann steht da Champion, dann kommt Danny Green und bei Global Superstar kommt dann Jeremy Lin. Ja, Und Asienquote und das so. alles nur, weil er Asiate Das ist. ist furchtbar eigentlich, ne? Das ist so positiver Was? Rassismus, aber irgendwie so, Ja, jeder weiß doch, dass genau. es rassistisch ist, aber ist egal. Ja, genau. Genau, einfach nur zu Vermarktungszwecken. Richtig. So, da muss ich aber auch auf Ja. einen schlauen Zettel gucken, ey. Witzigerweise haben wir uns ja kurz vor dem Podcast darüber unterhalten, was wir mit dem machen. Und bei Ashik kam mir vorhin halt noch dieser Gedanke. Mit den Raptors. Ja. Aber bei Lin kommt mir kein Gedanke. Immer noch nicht, okay. Weil, nein, weil ich nicht weiß, wie ich seine Leistung einschätzen soll. Ich meine, die kurze Zeit in New York, ja, okay, aber das ist jetzt auch schon Jahre her. So, und seitdem, was war das? In LA gescheitert, in Houston gescheitert. Ich weiß nicht, wohin mit ihm. Also er ist kein Starter. So, Ausrufezeichen. Vielleicht sollte er es mal jetzt zur Abwechslung auch im Osten versuchen, ob er da irgendwie einem Team von der Bank helfen kann. Jetzt rede ich auch schon den Osten so schlecht immer. Ja, womit? Mit Recht? Also ich bitte dich. aber ja, ich glaube, Rollenspieler maximal, und das ist dann das, womit er eventuell noch Fuß fassen kann. Ansonsten würde ich, wenn ich gemein wäre, würde ich jetzt sagen, zurück nach Harvard. So. Harvard ist Boah, du halt, bist das ist viel zu halt, gemein. ja, das ist halt keine Basketball-Uni und man merkt das halt. So. Die Ja, ganze Ivy ich. League wirst du jetzt gegen dich verschwören, Ja. naja. Ah, nee, Wieso? der. Hm? Moment, die Wade chillt auch gerade in Harvard und macht da irgendwie Business. Ja, noch ein paar So. Sponsorverträge abgreifen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich sehe den irgendwie im Osten irgendwo als Rollenspieler, aber ansonsten nicht. Gehaltsmäßig. Ich glaube, der kann zufrieden sein, wenn er für 3 Millionen im Jahr unterschreibt. Ja, dem würde ich nicht mal widersprechen. Ich bin wieder romantisch veranlagt. Ich denke mir, warum nicht noch mal nix? Zurück nach Asien. Ach so. Ich glaube, der hat doch nicht mal in Asien irgendwie gewohnt, oder? Der redet doch perfektes Nee. Englisch und Genau, ich glaube, also der hat nur asiatische Vorfahren, wenn ich ja, mich. also naja, ist egal. Also auf jeden Fall romantisch. Comeback New York, warum nicht? Nö, der ist in Kalifornien geboren. Läuft. Nix, wie gesagt, warum nicht? Einfach auch, weil er das wahrscheinlich an Merchandise und Teddybären mit Jeremy Lin Trikot das Gehalt schon wieder reinspülen wird, was er verdient. Aber die Knicks brauchen True. sich eh nicht um Geld Gedanken machen. Und dann habe ich hier noch, weil man muss echt sagen, Jeremy Lin hat seine Qualitäten, wenn er den Ball hat. Also wenn er den Ball bekommt. Er hat Stimmt. jetzt in den letzten Jahren, okay, wenn Kobe mal fit gewesen ist, jetzt auch in dieser Saison, ich will nicht haten, aber es ist halt für Jeremy Lin, auch James Harden, das war nicht gut. Also es hat nicht so gut gepasst. Nee, ich Mein verstehe auch manche Kopf. Spieler nicht, wenn du weißt, du bist vom Spieltyp eher balldominant, warum man sich einer Franchise anschließt, wo man weiß, dass mein Partner der eigentliche Ballhändler ist. Ja. Das erschließt sich mir Ja gut, nicht. aber anstelle von Lin hätte ich auch in Houston den Vertrag unterschrieben. Das muss ich echt so sagen. Außerdem weiß ich gar nicht, ob der Harden-Trade da schon fix gewesen ist. Das Das ist eine gute weiß ich nicht. Frage. Aber, nee, was ich einfach finde, ich finde halt, Jeremy Lin hat offensiv seine Vorzüge und ich finde, er kann einem Team auch offensiv durchaus was bringen. Nur halt dann bitte jetzt entweder, gut, als Starter sehe ich ihn halt höchstens wirklich bei den Knicks, wenn die nichts Besseres finden und Big Draften. Und ansonsten halt so als, ja, als dat, die Rolle, die er jetzt in den letzten 2 Jahren hatte. Er kommt von der Bank in einer kleineren Rolle, hat Was er einigermaßen teilweise vernünftige richtig gut Quoten, gemacht hat. eben, einigermaßen vernünftige Quoten. Und dann soll er machen und
wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass Jeremy Lin ein schlechter Basketballer ist oder irgendwie, ja gut, er spielt jetzt halt in LA und startet da nicht, was auch irgendwie doof ist, aber mein Gott. Von daher, also ich habe hier stehen Utah, weil ich einfach nicht mehr so richtig an Trey Burke glauben möchte und vor allen Dingen glaube, dass Utah sich nach oben orientieren möchte. Das ist keine optimale Lösung, aber vielleicht wollen sie sich den für ein Jahr angucken oder für zwei. Utah, ja. Brooklyn weiß ich nicht, inwiefern das möglich wäre, aber auch wir, glaube ich, hätten Jeremy Lin ganz gerne, allein schon, weil er in New York so der Typ ist, der er nun mal ist, und die Knicks. Punkt. Also ich glaube aber eher, dass, ich glaube, wahnwitzigerweise, dass sich Utah den irgendwie angeln wird. Wieso auch immer ich das glaube. Keine Ahnung. Wäre interessant. Gucken wir mal. Gut, dann geht's weiter. Tobias Harris. Auch so ein Ding, worüber wir uns im letzten Podcast unterhalten haben. Das habe ich hier in meiner Tabelle falsch. Der wird der Restricted Free Agent. Naja, klar, wird der Restricted Free Agent. Gut, ja. Haben wir uns unterhalten, stimmt. Was habe ich damals nochmal gesagt? Ich glaube, der verlängert in Orlando, Und dann heißt. Sign-in. Ja. Ich glaube, dass, also ich bleib dabei. Ich weiß immer noch nicht, wie viel Geld er wert ist. So richtig. Nö. 4,50 oder so, 4,48, irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall zweistellig, das denke ich auch. Das glaube ich auch. Aber dann, wie gesagt, irgendwie sein Trade mit den Knicks oder so einstielen. Ich will alle Spieler. Jetzt sind wir an diesem Punkt, wo ich New York immer wieder droppe. Das hat am Anfang noch echt gut funktioniert, aber ja. Ich habe ja schon Jetzt mal wird's. gesagt. Tobias Harris hat sponsortechnisch, glaube ich, einen Gehaltskicker, wenn er in einem großen Markt spielt. Also LA, ich glaube Miami, New York, Chicago, solche Sachen. Und ich glaube, dass wenn er von dem Magic weg will oder da irgendetwas forcieren möchte, sagt, ey, komm, lass mich bitte da unterschreiben, ihr kriegt bestimmt auch was zurück, dann halte ich das für realistisch. Aber ansonsten glaube ich, dass er also nächste Saison für Orlando halt spielt, wenn kein Interesse von jemand aus dem großen Markt da ist. LA könnte auch interessant sein, muss ich ehrlich sagen. Also die Lakers weiß ich nicht. Ja, das würde für mich im Moment, weil ich davon ausgehe, dass man sich auf der 4 verstärkt in New York, und Melo auf der 3 bleibt. Buh. Ja, ich gehe nur davon aus, ich habe nicht gesagt, dass ich das gut finde. Buh. Aber dann könnte ich mir auch eher in LA vorstellen. Okay. Da gebe ich dir recht. Cool. Das wird auch so eine Franchise, die wir, glaube ich, jetzt ab und zu mal ein bisschen mehr nennen Ja werden. klar, ich meine, ähnlich wie New York, ich meine, im Grunde haben sie Nix. jeden Strohhalm, den sie jetzt zu greifen bekommen. Tanking ist jetzt halt nicht mehr, soweit ich weiß. Also ich glaube, die Picks sind jetzt. Bei LA weiß ich nicht, bei New York bin ich mir relativ sicher, dass die ja mal für Banyani, 2 Draftpicks nach Toronto geschickt Wollen haben. Sie den nicht jetzt auch noch behalten? Ja, das können sie ja ruhig machen, aber bitte, die haben 2 Jahre, glaube ich, mit 22 Millionen Restbetrag von Banyani genommen, okay? Und haben 2 Picks abgegeben. Ja, Das hat man ein erhofft sich Bra-Tweet manchmal mit von. ganz vielen Emojis verdient. Bra. Bra. It's your turn. Ich weiß, Kiwi. Entschuldigung, ich hab Kiwi hier stehen. Kawhi Leonard. Kann man kurz machen, komm. Ja, bleibt Maximalvertrag San Antonio. Punkt. Ja, was sonst? Gut, ich bin wieder dran. Ja, manchmal, Ja, ist halt so. wir sind Männer der weisen und vielen Worte, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Wir labern manchmal, Unfassbar. ne? Monte. Ah, interessant. Hat eine Spieleroption, ich glaube nicht, dass er die ziehen wird. Aber ich bin ganz ehrlich, wir haben von Monte in den ersten paar Monaten der Saison von einem All-Star-Snap geredet. Montes Defense ist theoretisch vorhanden, praktisch irgendwie dann doch nicht, was mir auch so ein bisschen ein Dorn im Auge ist, aber in Dallas bleiben. Gucken, ob man sich vertraglich einigen kann. Ich glaube, auch sein Markt wird nicht übermäßig groß sein. Ich mag den Fit in Dallas. Echt? Also Monte Dirk Pick and Roll und so, es ist cool. Ich habe nichts gegen Monte in Dallas, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Ich kann ja mal kurz anschneiden, was bei mir bei 2K in meiner zweiten Saison passiert.
Vontae geht nach Chicago. Okay. Und Jimmy spielt dann auf der 3. Ohne Witz, das ist immer so. Jede Saison. Immer. Interessant. Das ist, ja, so eine Art irgendwie Orakel. Aber gut, lassen wir das. Spieloption, denke ich auch, die wird er nicht ziehen, der wird einen langfristigen Vertrag haben wollen. Dallas wird, bei Dallas wird spannend sein, inwiefern man plant, einen Ballhändler als Point Guard zu holen. Genau, und das, inwiefern auch Monte in diesen, in diese Entscheidung einbezogen wird. Weil ich glaube, wenn er da die Chance hat, irgendwie mitzureden, beziehungsweise einfach mit am Tisch zu sitzen und das dann heißt, wir wollen einen Ballhändler holen, einen primären, ich glaube, dann sagt er tschüss, Dallas, und danke für die Zeit. Aber wenn wir jetzt die Konstellation haben, wie wir vorhin besprochen haben, dass man Harris jetzt eine Chance gibt, ich glaube, das würde sich dann ganz gut ergänzen und dann würde er sich wohl auch dafür entscheiden, in Dallas zu bleiben. Alternativ sehe ich aber auch gerade keine Franchise, wo ich sage, da passt er wunderbar hin. Ja, sehe ich nicht. Also das ist halt das Problem. Also Dallas, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ich gucke ja, ich lese ja, habe jetzt extra nicht so viele Gerüchte gelesen vor diesem Pod, weil ich habe auch noch nicht diesen Jalen Rose Pod, der mal vor 3 Wochen oder so gekommen ist, gesehen, wo er sagt, wo die Top Free Agents hingehen. Von daher, so, ich will mich einfach so wenig wie möglich inspirieren lassen, um wirklich meine eigenen Gedanken so ein bisschen mehr einfließen zu lassen und ein anderes, auf einen anderen Gedanken komme ich halt nicht. So, Monte ist für mich ein Spieler der Mavs und das sollte ja auch gefälligst bleiben. Punkt. Okay, dann haben wir hier als nächstes ja, da haben wir ja auch im letzten Pod drüber gesprochen. Du ahnst etwas. Dwayne Wade, Spieleroption. Ja, du kannst, glaube ich, besser wiedergeben, was da in den letzten Tagen durchgesickert ist. Im Moment steht das Gerücht, in Miami habe man ihm ein Angebot per über 3 Jahre gemacht, in denen er 12 Millionen verdienen wird. Das möchte der Herr Wade aber nicht. Er steht auf einen Vertrag 3 Jahre 60 Millionen. Was ich persönlich davon halte, habe ich auf meiner Seite kundgegeben, als ich diesen Beitrag verfasst habe über das Gerücht. Objektiv gesehen, er bleibt in Miami. Ja, definitiv. Ich befürchte auch, er wird das bekommen, was er verlangt. Beziehungsweise, er wird nicht viele Einbußen in dem nehmen, was er gerade verlangt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir dann am Ende bei 54 und 3 liegen. Was für mich immer noch absolut... Ja, für mich einfach nicht gut ist. Man kann klar mit der Vergangenheit argumentieren, man kann immer sagen, er war nie der Spieler, der den Maximalvertrag bekommen hat, können wir auch drüber diskutieren, aber da können wir auch bei LeBron drüber diskutieren, da können wir bei anderen Spielern auch drüber diskutieren. Und mit 33 Jahren sollte das Ziel sein, eher sportlich relevant zu bleiben und nochmal die Chance auf einen Titel zu haben. Und die verspielt man sich einfach, wenn man da wirklich stur auf 60 Millionen in 3 Jahren beharrt. Richtig. So, egal ob Cap-Erhöhung oder nicht. Das würde den Heat einfach sowas von den Hals zudrehen. Man muss auch noch, Bosch hat auch noch einen Riesenvertrag. Dragic wird bezahlt im Sommer wahrscheinlich. Also, für mich unverständlich, dass man jetzt auch jetzt, in diesem Sommer, dass man da jetzt den Weg gehen muss. Ich hätte meine Spieleroption gezogen, das sind 16 Millionen, die er da jetzt ungefähr bekommt. Ja. Dieses Jahr, wenn er sie zieht. Und dann einfach im nächsten Sommer mit Pat Riley an einen Tisch setzen, planen, wie man vorgehen möchte, inwieweit man große Fische nach Miami holen möchte, inwieweit das möglich ist. Und das wäre dann alles viel cooler gewesen, das wäre viel entspannter gewesen. Stattdessen haben wir jetzt wieder diesen dämlichen, ja, Medienhype in Miami und das ärgert mich persönlich auch. Weil das kann ich nicht ganz objektiv sehen als Fan. Und ja, wie gesagt, er bleibt in Miami und ich denke auch, dass er zu seinen Konditionen bleiben wird und nicht zu den Konditionen, die den Heat am liebsten wären. Okay. Ja, ich glaube auch, dass er bei den Heat bleibt. Ich habe auch meinen Senf auf deiner Seite kundgetan. Also wenn ihr irgendeinen Typen mit Alfred Payton Avatar seht, das bin dann wohl ich. Ich habe auch sein Sponsoring angesprochen.
Ich möchte das einfach nur nochmal sagen. Also er kriegt wirklich für den Rest seiner Karriere verfluchte 10 Mille pro Jahr. Also, okay, das verdienen einige Spieler nicht mal dadurch, dass sie Basketball spielen und mal hier und da einen lokalen Werbespot drehen im Fernsehen. Das kriegt die Wade einfach so. So, Punkt. Das finde ich halt krass. Ich finde, das sollte man mit berücksichtigen. Das sollte man auch mit berücksichtigen, dass er halt in Florida keine Einkommensteuern bezahlt. Miami ist kein billiges Pflaster, keine Frage. Ist alles cool. Ich würde niemals jemanden verurteilen, wenn er sagt, ich will das Bestmöglichste für mich rausholen wollen, gerade finanziell. Aber wenn Pat Riley zu ihm hinkommt und sagt, hör mal, Dwayne oder sein Agent, ich habe das und das vor, gib mir die Möglichkeit, das und das zu machen, dann finde ich, sollte nach dieser Zeit einfach eine Vertrauensbasis da sein, dass wenn Pat Riley Ideen für den Sommer 2016 hat, ich weiß nicht, wie die aussehen, ehrlich gesagt. Ich habe auch überhaupt keinen Schimmer. Ich finde es auch schwierig, mir vorzustellen, wenn man jetzt mit Dragic verlängert, Bosch hat, Wade hat. Ich hab echt, so blöd das auch für manche klingen mag, ich habe immer noch die Hoffnung, dass man nicht mit Dragic verlängert. Ja. Müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ja, gut, dann kann ich es jetzt auch irgendwie erstmal lassen. So. Ich Ich wollte dich finde, nicht unterbrechen. nein, ich finde es aber auch einfach schade, weil, Mann, wie viele Spieler hat Wade jetzt letzte Saison wieder verpasst? Ich habe auch keine Lust mehr auf, ja, Offseason ist super gelaufen, ich habe abgenommen, ich bin fitter und ich will 75 Spiele mindestens machen und so. Ey, drauf geschissen. Die Knie sind kaputt. Er kann gar nicht irgendwie sagen oder abschätzen, inwieweit er belastbar ist. Ja. Wir wollen nächstes Jahr wieder Playoffs spielen. So. Und auch diese ganze Diskussion immer darum, er ist immer noch die Eins im Team. Wenn Chris Bosh annähernd so zurückkommt, wie ich das erwarte, ey, sorry, dann kriegt Chris Bosh den letzten Wurf und nicht Dwayne Wade. Und ich weiß, dass ich da auch wieder mit anecken werde und das ist mir klar, aber ich habe schon immer gesagt, egal wie groß die Legende hinter dem Spieler ist, für mich zählt mein Team und ich will, dass mein Team erfolgreich ist und da muss man halt auch irgendwann mal so ein bisschen negativer darauf werden. Ich bin Wade für alles dankbar, was er geleistet hat. Ich will, dass er bleibt, ich will, dass er seine Karriere in Miami beendet, aber nicht zu jedem Preis. Nicht zu jedem Preis, der das Team in der Zukunft einfach schadet. So. Genau. Ja gut, dann Punkt. Sorry, dass ich etwas ausführender geworden bin. Kein Ding. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, der noch deine Nets angehört. Samt Spieleroption, nämlich Ja. Thad Young. Ja. Bleibt Brook, bleibt auch Young und ich glaube auch, selbst wenn Brook nicht bleibt. Das Problem ist, Young ist jetzt wieder so. Ich hasse es, darüber zu reden. Young ist der womöglich einzige Trade, der in den letzten Jahren wirklich, ich sag jetzt mal, eingeschlagen hat. Das ist für unsere Verhältnisse, ist der eingeschlagen. So. Ja, und den Arsch von Billy King wahrscheinlich rettet. Genau. Und ja, ich mein Billy King, der hat, ich weiß, ganz ehrlich, ich würde mal gerne wissen, wie viele Kilometer russische Würstchen Billy King verzehrt hat, als Mikhail Prokhorov diese verfluchte Franchise gekauft hat. Wie kann dieser Typ so sattelfest im Sattel sitzen, halt so? Ist egal. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, für unsere Verhältnisse Bombentrade. Das Wir haben es nicht heißt, einfach mit unserem Franchise. nee. Das heißt, Billy King wird wahrscheinlich sehr daran interessiert sein, den Spieler, den er damals schon in Philly gedraftet hat und in den er total verliebt ist. Ich mag ihn auch. So, so ist es nicht. Ich würde mir Thad liebend gerne weiterhin wünschen im Team. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, wenn Brook geht, ich weiß gar nicht, wir müssten eigentlich Bird-Rechte haben oder so. Müsste eigentlich so sein. Dann wird man hingehen und ihn wahrscheinlich sehr für sehr, sehr viel Geld verlängern wollen, obwohl er in den meisten Free Agent Rankings, also ich meine jetzt, ja, welches so die namhaftesten Free Agents sind, da ist LeBron natürlich an 1 und Marc Gasol an 2, Kiwi an 3. Da ist er halt, ja, weiß ich nicht, 30, 40 oder so, müsst ihr mal auf hoopshype.com gucken. Also ist jetzt wirklich keiner, bei dem die Teams Schlange stehen werden. Also von daher, ich sehe ihn schon noch in Brooklyn. Allein schon, weil Billy King da so unfassbar stolz sein wird, dass er diesen Spieler mit einem unfassbar eingespielten Trade mit den Minnesota Timberwolves, by the way, die vorher noch einen Erstrunden-Pick für ihn abgegeben haben. Also die brauchen sich auch nicht irgendwie mit Ruhm bekleckern. Ja. Ihn geholt zu haben. Ich möchte dazu nichts mehr sagen.
Ja, und ich schließe mich einfach mal deiner Expertise an. Okay. Ich muss wieder einziehen. Ja, wir müssen vorankommen hier. Dragic, da ist er. Yay! Das klingt voll so, als wenn ich Dragic-Hater wäre, ne? Ja, aber wen hättest du nicht? Das ist auch wieder wahr. Die Liste ist lang. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich habe den gezogen, deswegen musst du anfangen. Okidoki, was ich vorhin sagen wollte. So blöd das klingt, ich habe die Hoffnung, dass man nicht mit Dragic verlängert, beziehungsweise einfach zu Konditionen, die für mich vertretbar sind. Also ich sehe in ihm keinen Maximalspieler. Er ist ein durchschnittlich guter Point Guard. Punkt. Das ist für mich. Du kannst ein. Das. Nein, das ist für mich. Da sind wir wieder beim Thema. Durch solche Sachen, und er wird wahrscheinlich überbezahlt werden, steigen die Preise. Ich meine, wir haben. Alleine das sich nur mal vorzustellen. Du hast Dragic, der wird bald 30. Du hast Wade, der ist 33. Du hast Bosch, der ist Anfang 30. Mit denen, wenn du die mit jahrelangen Verträgen ausstattest, teilweise Maximalverträgen, was willst du dann machen in 4 Jahren? Das ist einfach nicht für mich vorstellbar. Und dann gehe ich auch das Risiko ein, dass mit Napier, dass man es einfach ihn als Starter versucht, Rio wieder als Starter versucht. Oder auch über den Draft irgendwie, wenn Deng bleibt, dann muss nicht unbedingt auf dem Flügel. Dann können wir auch auf der 1 gucken, ob da irgendwas ist, was wir ziehen können. Cameron So. Payne ist Ja, zum ziemlich Beispiel. ziemlich aufsteigendes Point Guard Talent. Ja, zum Wäre an 10 Beispiel. wahrscheinlich verfügbar. Genau, zum Beispiel. Wäre auch jetzt nicht so ein Ding, wo man sagt, wie kann man den an 10 ziehen? So. Fände ich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das So, das ist jetzt im Moment meine Intention, was das Thema angeht, weil das ist auch nochmal bestärkt worden dadurch, dass ich weiß, dass Wade, wenn der ernst machen würde, dann würden wir das zahlen, was er haben möchte. So. Ja. Dann reicht mir das echt, wenn wir mit Bosch den Riesenvertrag haben, Wade den Riesenvertrag haben, dann versuch's mit dem Talent. Wirklich. Dann versuch irgendwie Spieler noch zu traden, dass du da irgendwas bekommst. Ich weiß, das wird nach der Saison schwer, aber verbaut euch nicht die Zukunft. Richtig. Nicht gegen Dragic, nicht Nee, gegen Dragic. Gottes Willen. Was ich einfach so zu Spieler wie Dragic oder Wade sagen will, geht in die Verhandlung mit den Heat von mir aus rein und sagt, was ihr haben wollt. Wenn die Heat Nein sagen, versucht es einfach mal auf dem offenen Markt, okay? Wer zahlt Dwayne Wade 20 Millionen pro Jahr? Wüsste ich nicht, wer das ist. Also für 3 Jahre 60, ich glaube, das machen nicht mal mehr die Knicks. So. Dragic-Maximalvertrag. Kann sein, dass irgendein Team in ihm einen perfekten Fit sieht und sagt, okay, wir geben den Max, aber eigentlich ist er jetzt. Nee, also wie gesagt, die Point Guard Position, die ist so vollgeladen mit guten Spielern, mit richtig, richtig, richtig guten Spielern, vor allen Dingen, wenn alle fit sind. Und wir sind jetzt nun mal wieder in einer Situation, wo die meisten Top-Spieler fit sind. Also vor 2 Jahren habe ich mal gesagt, ey, hör mal, der Spielaufbau, das ist so traurig, das ist ja fast die schlechteste Position theoretisch, die wir in der NBA haben, weil einfach jeder, der gut ist, verletzt ist. Also das war vor 2 Jahren ja so. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das würde ich echt sagen. Und das ist auch so Sachen, die DeAndre Jordan würde auf dem offenen Markt den Max kriegen. Chris Bosh hat im letzten Sommer von Houston den Max angeboten bekommen, wenn man das alles glauben möchte. Ich glaube das einfach mal. Von daher, wenn irgendeiner der beiden das schafft, dann müssen die Heat halt überlegen, okay, machen wir das oder nicht. Der Franchise muss keiner irgendwie Geld schenken, aber wenn du über deinen Marktwert bezahlt wirst, ne, und gerade bei Dwayne Wade, um da nochmal drauf zu kommen, wenn du über deinen Marktwert bezahlt werden willst, warum? So, komm mir nicht mit Vergangenheit. Du hast davon profitiert, dass ihr mehrere Championships gewonnen habt, obwohl du schon Ende 20 gewesen bist. Und Sponsorverträge in, weiß ich nicht, siebenstelligen Millionen mit Summen pro Jahr dann kassierst. Also ist egal. So, das ist einfach mein Take. Und ich glaube, dass er in Miami bleibt. Ich weiß halt nur nicht, wie viel Geld er verdienen wird. Ich glaube allerdings auch, dass er immerhin bleibt. Okay, jetzt geht's wieder ganz schnell. Jimmy Butler.
Ich bin dran. Ja, wie mit ziehen? Theoretisch, ja. Ah. Egal, komm, machen wir, Jimmy. Dann, Maximalvertrag? ja. Chicago bleibt. Ja, sehe ich ähnlich. Dann darfst du jetzt auch zwei ziehen. Sorry. Kostas Kufus. Costa Ja, Kufus. Nicht cool. Kostas. Den finde ich Mein cool. Der ist echt, also, ich glaube, der würde in der Debatte, wer ist der Gott. beste Backup-Center, da würde er eine Rolle spielen. Ja. Ich finde Kufos echt gut und aber ich glaube einfach daran, jetzt darf ich nicht wieder zu viel vorwegnehmen. Kufos bleibt in Memphis. So. Ich weiß nicht, wie viel er verdienen wird, aber ich glaube, Kufos bleibt in Memphis. Ich glaube auch. Ich glaube aber, der unterschreibt für 3 Jahre 5 Millionen. Insgesamt oder pro Jahr? Nee, pro Jahr. Ah Ich glaube, der kriegt das ja. schon pro Jahr. Das Alter passt, die Leistung stimmt. Also ich glaube, da kannst du mit einem guten Backup nichts falsch machen. Definitiv. Okay, ich bin nochmal. Timmy. Tim Duncan. Boah. Ist eigentlich auch, also die Optionen sind eher gering. Genau, er bleibt auf jeden Fall bei den Spurs, wenn er weiter Basketball spielt. Also von daher Genau. Genau. kann man sich jetzt natürlich so da. Tim Duncan tritt nicht zurück. Ey, ganz ehrlich, wenn du noch so gut bist, dann trittst du nicht zurück. Glaube ich Das weiß nicht. er, glaube ich, auch. Und ich glaube, wenn die Spurs keinen der großen, also im Sinne auch von körperlicher Größe, der großen Free Agents bekommt, dann glaube ich, ist es eigentlich ein No-Brainer für ihn zu sagen, komm, ein Jahr kriegt er noch. Und selbst wenn einer Ja. von denen kommt, glaube ich, dass man eher dann ihn fragen wird, hör mal, wir haben hier ein Angebot, Trade-Angebot für Thiago Splitter, kannst du nicht noch irgendwie dich auf die 5 stellen für ein Jahr, bis wir irgendwie was Neues gefunden haben oder so? Glaube ich schon. Ja. Also, auch wenn das jetzt wieder sehr, sehr romantisch und ein bisschen flapsig klingt, was ich hier von mir gebe, aber der spielt noch ein Jahr bei den Spurs. Denke ich auch. Und das Gehalt ist völlig egal. Auf jeden Fall. Der verlangt nämlich keine 20 Millionen pro Jahr. Ne. Obwohl er wahrscheinlich der beste Spieler. Ne, das darf ich jetzt so nicht sagen. Nicht der beste Spieler seiner Generation, das ist ja LeBron, aber. Ja, vielleicht in der Generation so zwischen LeBron und Jordan, wenn das Sinn macht. Ist er vielleicht der Beste. Kann man das irgendwie sagen, dass er einer von den Spielern ist, die eine Generation geprägt haben? Ich finde schon. Also mich hat er, glaube ich, schon geprägt als Ja, ich bin Fan. auch groß. Bin auch. Man weiß das Verhältnis von Miami und San Antonio, aber ich bin großer Timmy-Fan. Ja. Dann, ich glaube, von dem Spieler bist du auch ein bisschen angetan. Und über den haben wir auch eben schon mal gesprochen, als wir Oh. über Reggie gesprochen haben, über Reggie Jackson. Josh Smith wird unrestricted Free Agent. Und du hast dich relativ positiv zu seinen Playoffs geäußert, deswegen kam ich jetzt auf den Ja, Gedanken. also der positive Eindruck, den ich zum Ende hin der Saison hatte von ihm und seiner Rolle in Houston, der hat sich in den Playoffs bestätigt. Der hat ja wirklich teilweise richtig gute Spiele abgeliefert. Ja, und für mich ist es eigentlich ein No-Brainer, wenn man sich vertraglich einigen kann, dass er in Houston bleibt. Ich glaube Ich auch. weiß nicht, inwieweit. Vielleicht gibt es auch wirklich einen 3-Jahres-Vertrag, voll garantiert und 6 Millionen im Jahr. Ja, Und er. man kann ja mit dem Geld, das er aus Detroit Genau. bekommt, ein bisschen arbeiten, ne? Weil im Grunde, Kommt er ja auch noch. ja. Und dann sind das, wie viel sind das denn? 11 Millionen im Jahr, ne? Ja, also ich würde sagen, damit lässt sich arbeiten als Auf jeden Fall. Josh Also ich Smith. würde, also 6, also 18 in 3 Jahren, das ist so mein, wo ich sagen würde, finde ich gut. Das ist cool. Das ist verdient. Die Rolle als Sixth Man, viel mehr als Sixth Man bei Houston, gefällt mir sehr gut. Und ja, also ich sag, er bleibt in Houston, 18 Millionen in 3 Jahren. Ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch in Houston war man relativ oder war man ziemlich zufrieden mit ihm. Und ey, ganz ehrlich, was ist mit den Rockets möglich, wenn die wirklich komplett fit sind? Und ich glaube, ich habe zwar Paul Millsap da in meinem Piece so ein bisschen versucht, ins Gespräch zu bekommen bei den Rockets. Ich glaube halt echt nicht, dass es halt cap-technisch irgendwie hinhaut, zumal ich glaube, ich heute auch gelesen habe, dass die Papanikolaos Option ziehen werden, die ja auch nicht wirklich günstig ist. Also von daher, ich glaube, die wollen jetzt wirklich mit dem Kader, also Pi mal Daumen mit dem Kader, aus dieser Saison nochmal angreifen. Nächste Saison komplett fit alle. Auch Howard, Beverly, Monty Unas. Und dann mal Be gucken, was übrig afraid. ist. Ja, ganz ehrlich.
Ich werde nichts mehr gegen Houston sagen. Also ich wurde nur eines Besseren belehrt diese Saison. Auch von mir. Ja. Nein, Quatsch. Mach weiter, du Klugscheißer. Hey. Okay, ich habe hier eigentlich nur dicke Fische, glaube ich. Ja, gut. Tristan Thompson. Ach, ist ein dicker Fisch. Ja. Naja, was das Gehalt angeht, Ja, eben, das ist wird so. das ein dicker Fisch. Ey, das ist eben der Spieler, den ich mit Inselbegabung meine, ne? Also er hat definitiv seine Vorzüge, aber dann denke ich mir auch wieder, in was für einer Welt Inselbegabung. lebe ich, in der ein, also so ein Spielertyp, Der lehnt Millionen ab. Shit. ja, also der wird wahrscheinlich wirklich 15 Millionen Dollar pro Jahr kriegen. Und dann denke ich mir so, das ist viel zu krass. Also ich Ja. bin bei seinem Gehalt bin ich raus. Der wird eh bei den Cavs bleiben. Ich glaube, das gab es schon vorher. Wir können ja noch mal darüber reden. LeBron wird von Rich Paul vertreten. Das ist ein alter Kollege von LeBron. Irgendwie wollen die jetzt auch nach LeBrons aktiver Karriere so sich ein bisschen Geld verdienen als Wobei wir alle wissen, dass Spieleragentur. LeBron jetzt schon Teil davon ist, Richtig. inoffiziell. Richtig. Und Tristan Thompson wird halt von denen vertreten. Und ich glaube, Rich Paul hat es auch bei Eric Bledsoe bewiesen, wie gut er verhandeln kann. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Tristan Thompson schon bevor der Saison mehr oder weniger einen Maximalvertrag zugesichert bekommen hat. Und ich glaube, den müssen die Cavs ihn auch bezahlen, um nicht irgendjemanden da Boah. ans Bein zu pinkeln, wenn ich ehrlich sein soll. Alter, Und du das ist musst LeBron bitter. nächstes Jahr bezahlen. Du Ja. hast die Option Love. von Love. Du hast Kyries Maximalvertrag. Ja, Ey, du hast Champ. Shumpert muss bezahlt werden. JRs Vertrag ist nicht gerade billig. Richtig, und der wird die Option sicherlich ziehen. Haben wir den überhaupt nicht? Ich glaube, den haben wir mal nicht. Heftig. Ja, Also, der ich glaube, die werden bleibt. neue Rekorde sprengen, Ja, ich glaube brechen auch. nächste Saison. Oh, nehmen wir JR noch mit rein, der bleibt auch in Cleveland. Ja, genau. Läuft. Your Ich bin dran, oder? turn. Amir Johnson, Raptors. Das stand so ein bisschen in Unrestricted. der Kritik, ne? Zu den Playoffs. Ich glaube, in Ja, einem Spiel der wurde er ganze gar nicht, Frontcourt, ja. eingesetzt oder nur wenig und dann ist er plötzlich wieder gestartet. Das war ganz komisch. Ich glaube nicht, dass er in Toronto bleibt. Okay. Puh, aber wo sehe ich ihn? Das ist jetzt noch eine zweite Frage. Das ist ja so ein Spieler, den kannst du eigentlich immer gebrauchen. Ja, finde ich auch. Preis-Leistung, wenn das stimmt, dann kannst du ihn auf jeden Fall definitiv unter Vertrag nehmen. Puh. Wo hast du ihn? Ich habe gerade. Ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass Toronto nichts Besseres als ihn findet und deswegen einfach mit ihm verlängert. Also ganz, ganz Ja, das. banal. Ja, das ist dann so. Ja, ich wollte so eine spannende Lösung Habe präsentieren. ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, er fühlt sich wohl. Ich. Ich glaube, er ist auch ziemlich beliebt bei den Fans und so, Ach ja, Publikumsliebling. stimmt, das war das doch. Und weil sie ihn gefordert haben und dann stand er doch plötzlich wieder in der Rotation ganz oben mit. Von daher Gegen, echt. in der ersten Runde war es gegen Washington, glaube ich. Ja, in welcher Runde auch sonst, da weiter kommen die Raptors ja seit 2 Jahren nicht, Ja, nachdem sie so ich, gehypt worden Mann, ich sind. wollte es nicht so sagen, ne, aber Ja, sorry, ich das hau war halt eine steile raus. Vor, das war eine steile Vorlage. Das geht mir Das war nämlich eine tierisch auf steile. den Keks. Na komm, dann machen wir weiter. Gasol mag. Ja, okay, das ist kein No-Brainer, muss man ganz ehrlich sagen, weil immerhin hat man die Spurs als Player mit auf dem Markt, aber in Memphis tut sich nichts im Frontcourt. Kofos bleibt Warum und Marc Gasol auch? bleibt auch, eben. Ich Warum meine, die auch? können auch zufrieden sein und die Eben, das ist wie mit Houston. geiles Team. Wie gesagt, die Grizzlies, super Team. Klar, ein bisschen oldschool und so und vielleicht werden sie auch nie ein Championship gewinnen, aber die Chancen da sind gut. Und wer weiß, ob die Chancen in San Antonio unbedingt besser sind. Ich glaube schon, aber der bleibt. Auch alleine schon wegen dem 5. Jahr etc. Ihr kennt Aber auf wie das. viele Jahre? Ja, fünf. Parker wird nicht. Ach Ja, so, nein, ich meinst du meinte das? jetzt mit den Chancen. Ja, weiß ich Das ist nicht. vielleicht jetzt noch 1, 2 Jahre, wo du sagen kannst, die Spurs stehen über den Grizzlies so. Andererseits muss man auch sagen, er hat auch nicht mehr so viele Jahre. Eben. Aber ich gehe, glaube ich, ich gehe mit dir und sage auch, dass er in Memphis bleibt. Aber ich glaube, der Kontakt, der
nach San Antonio, der könnte durchaus zustande kommen. Your turn. Moose, Greg Monroe. Ist er endlich unrestricted? Das, was er wollte. Detroit können wir schon mal abschieben. Ich glaube, da bleibt er nicht. Ja. Du hast es vorgestern getwittert. So ein bisschen scherzhaft, von wegen, ob Phil Jackson seinen Vertrag schon im Fax liegen hat. Ich gehe davon aus, dass Monroe ein Knickerbocker wird. Ja, ich glaube es auch, obwohl ich es nicht wirklich mag. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es gar nicht so schlecht, also. Aber das ist halt so, wo du Mello hinstellst, ne? Ich hätte ihn auch lieber auf der 4 jetzt. Ja. Im Vergleich zum Anfang seiner Karriere, aber auf der 3 funktioniert es auch. Und wenn Monroe defensiv sich nicht allzu schlecht anstellt, dann könnte das auch was werden. Ja. Es kommt auch darauf an, wie Fischer irgendwie spielen lässt, wenn ja. Fischer dann Trainer bleibt. Ja. Mir fehlt halt dann dieser eine Verteidiger. Weißt du, was ich meine? Also ich will ja, und den bekommst du dann wahrscheinlich auch nicht anders. Ja. Dann nicht über die Free Agency. Ja. Ja. Das ist ja das Dilemma. Wobei, auch da muss man den Draft abwarten. Komischerweise sollen die beiden Bigs, also Okafor und Towns, an 1 und 2 gehen. Nur D'Angelo Russell hat irgendwie sein persönliches Workout in Philly gecancelt, was einen dann wieder vermuten lässt, dass irgendeine Franchise, die an 1 oder 2 picken darf, vielleicht D'Angelo Russell irgendein Zugeständnis gemacht hat. Und dann könnte es irgendwie sein, dass die Sixers sagen, okay, Big Man, wir wollen zwar Best Player Available machen, aber Big Man haben wir jetzt nun wirklich genug. Ach, die holen dann halt noch einen oder anderen Spieler halt mit Embiid, Noel und Towns / Okafor. Ja, kann gut sein, aber ich meine, Moody ist dann auch noch da. Und dann kriegen die Knickerbocker vielleicht irgendeinen Big Man. Und das ändert dann auch, so würde ich mal behaupten, bis in die Free Agency. Dann gehen die vielleicht auf Leute wie Rondo oder Knight oder Dragic oder ja, wen stimmt. auch immer. Monroe könnte sich schon irgendwie verspielen gut werden. Ansonsten ist Atlanta für Monroe eine Destination. Meiner Meinung nach. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass Mitzep nicht bleibt. Ja, das habe ich noch nicht gesagt. Aber ich, ja, okay, das baut jetzt wieder aufeinander auf, aber ja. Das beinhaltet jetzt, es ist genauso wie. Ist egal, mach einfach. Also ich glaube, dass er, ich glaube schon, dass er zu den Knicks geht, aber ich würde die Hawks nicht abschreiben. Okay. Ich glaube, da sind wir auch schnell durch. Roy Hibbert. Ja, der zieht seine Option. Und bleibt in Indiana. Ja. Gut. KJ McDaniels. Das ist auch relativ. Oh, keine Ahnung, was ich mit ihm anfangen soll. Ja. Sehr gehypt in Philly, ne? Ja, seine Mutter hat viel dazu beigetragen. So ein bisschen klein gehalten in Houston. Stimmt, kaum gespielt. Vielleicht war aber auch angeschlagen. Ja, aber vielleicht hatte das einen Grund. Vielleicht wollte Houston absichtlich, dadurch, dass sie ja keinen wirklichen Bedarf den an Markt. Ihm hatten, den Marktwert drücken, weil er aufgrund einer sehr, sehr ungewöhnlichen Vertragskonstellation in seinem Rookie-Jahr ein Restricted Free Agent wird. Also er hat nur für ein Jahr unterschrieben und wird dann zum Restricted. Und genau. Das ist er ja jetzt. Und hätte Houston ihn jetzt gerade auch in den Playoffs auf dem Präsentierteller halt präsentiert, dann wären vielleicht Leute gewillt gewesen, ihm jetzt großes Geld hinterher zu werfen. Und davon können wir jetzt wahrscheinlich nicht ausgehen. Stimmt. Von daher, ich persönlich glaube jetzt einfach mal, der bleibt bei den Rockets, also. Denke ich auch, ich denke mal auch, der Vertrag wird vielleicht um 2 Jahre verlängert mit Option auf ein drittes. Irgendwie sowas, also kurzfristig und man will da sich noch ein bisschen angucken. Ich bin gespannt, also. Vielleicht werden es auch nur 2 Jahre und dann, also letztes Jahr mit Option oder so. Ja, das kann sein. Irgendwie sowas. Das ist ja mal so ein bisschen. Mal gucken. Also KJ ist interessant auf jeden Fall gewesen. So, ich habe nur noch 2. Das ist auf jeden Fall gut. Also, ich auch. Ich habe aber 2 interessante Spiele, die irgendwie das eine mit dem anderen implizieren. Jo! Das ist ja gemein. Ich sehe gerade die Liste. Ja, wer kommt zuerst? Millsap. Ja, okay dann. Spoiler. Ja, ich glaube echt tatsächlich, dass Millsap sagt, oder dass Millsap
irgendwas in der Nähe des Maximalvertrags angeboten bekommt und ich glaube tatsächlich, dass er ein ziemlich guter Fit für die Portland Trailblazers wäre. Und die Portland Trailblazers, ihr könnt euch meinen Millsap, ich habe einen Zweiteiler geschrieben, ihr könnt euch da einfach durchlesen, dann verballere ich hier keine Sendezeit. Also Millsap Portland. Ich schließe mich dem an. Oh, Wahnsinn, echt? Ja, mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. Okay. ja, ich denke auch, Mitzep wird nach Portland gehen. Cool. Okay, dann ziehe ich Enes Kanter. Grüße an Marc. Ja. Ja, eigentlich würde ich jetzt sagen, bleibt in Oklahoma. Ja, und eigentlich würdest du das auch sagen, oder wie? Ja, und uneigentlich würde ich das sagen, zu einem unmenschlichen Preis wahrscheinlich. Wird, glaube ich, auch einer der Spieler, die ziemlich überbezahlt werden. Aber Ja. ich, ja gut, er ist jung, er hat Upside. Eben, das meine ich auch. Dann kommen wir jetzt wieder da zurück, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du dann den Schritt eventuell noch machst, dann kannst du das im Nachhinein vielleicht doch bestätigen, das Geld, was du Ja, bezahlt ja. hast. Das finde ich im Fall von Kent, das ist definitiv so, dass das Alter da echt eine Rolle spielt. Aber ich glaube, wir sehen ihn weiterhin in Oklahoma. Ja. Das wird langfristig. Aber ganz ehrlich, man hat versucht, irgendwie ein Team zu bauen und so. Und ich check den harten Trade in der Theorie und so. Oh Gott, Entschuldigung, dass ich schon wieder damit anfange. Ich will sagen, ich glaube nicht, dass das Team Stand 1.7.2015 wirklich das optimale Team ist. Weil dann hast du Russell balldominant, du hast KD, brauchen wir auch nicht drüber reden, MVP. So, dann fehlt dir aber irgendwie dann doch so der 3-and-D-Spieler auf der 2, also dazwischen. So auch so ein Glue-Guy vielleicht, der so ein bisschen alles macht. Und hast auf der 5 dann Enes Kanter stehen, Defensiv-Legastheniker, der offensiv, sich die Boards holt, ein bisschen punktet und so. Die Frage ist nur, wie viel Touches kriegt er dann? Und was für einen Impact hat er dann? Ist er das dann wirklich wert? So, und klar, Serge Ibaka und so, keine Frage. Du hast dann wahrscheinlich auch viel Spacing und so, aber nee. Ich weiß nicht so, aber ich weiß nicht, ob ich mir das in der Theorie wirklich schön saufen kann. Mit Nee, OKC, absolut. also Kanter neben Westbrook und KD, das meine ich. Nee, ich glaube auch, nee, das wird passieren, aber es passt nicht. Ja. Aber andererseits glaube ich auch, also wo soll er hin? Auch jetzt, ich weiß auch nicht, wer Kryptoschuhe. ihn so, nee, ach, oh, ich glaube, das Tischtuch ist ganz weit durchgerissen. Also das wird niemals passieren. Ich glaube, der wird jetzt auch seit seiner Karriere in Utah tierisch ausgebuht werden. Ja, also entweder er wird wieder wahllos überbezahlt oder er bleibt halt in Oklahoma. Und selbst dann glaube ich, dass Presti da vielleicht so ein Sign-and-Trade oder so einstellen würde, wenn irgendeiner ihn wirklich überbezahlen wollen würde. So. Weiter geht's. Wollen wir jetzt wirklich gleich mit dem einen Spieler, den du da noch hast, den Podcast beenden? Ja. Naja, okay, komm. Al-Farouq Aminu. Es tut mir so leid, vor allen Dingen, ich habe den richtig gefeiert in dieser Saison, ne? Ich habe den auch als Hornet gefeiert, ich glaube in Anthony Davis Rookie-Saison. So, ich dachte mir so, Alter, der Typ, der ist super, so, der ist einfach Freak-Athlet, der dir einfach 10 Rebounds als Small Forward holen kann, weil er einfach so ein unfassbarer Athlet ist, so, weißt du? Also ich mochte den echt immer ziemlich gerne. Und wie gesagt, defensiv, Athletik, Rebounding. Echt, also ich finde den hat was. Von Ja. daher möchte ich mich gar nicht über ihn lustig machen. Ganz und gar nicht. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe jetzt nur den Vergleich gezogen. Das ist ja schon, Ja, klar. wenn man, das ist ja, ne? Aber ich glaube, der bleibt in Dallas. Ja, glaube ich auch, aber zu verbesserten Ja, Konditionen dann. natürlich. Und auch langfristig, weil mit dem kannst du langfristig was aufbauen. Genau, er ist ja noch relativ jung. Den kannst du auch starten lassen. So, falls Parsons wieder irgendwelche Probleme haben sollte, den kannst du ohne weiteres Ach starten so, lassen. meinst du das? Also du kannst sagen, er ist jetzt nicht unser nomineller Starter, aber er kann so diese Stucky-Rolle, die wir eben schon besprochen Ja, haben. genau, wichtig von der Bank. Okay. Aber auch da, wenn er starten muss, so.
Es gibt ja Spieler, die kannst du von der Bank bringen, die sind aber völlig überfordert, wenn sie dann 35 Minuten starten sollen. Ja, klar, verstehe ich, verstehe ich. Okay. Ja, und jetzt schließt sich das ganze Puzzle rund um Milzer, Portland und LaMarcus Aldridge. Richtig. Das ist nämlich der letzte Spieler, den wir da noch haben. Bühne frei. Chef. Go Spurs, go Spurs, go Spurs. Ja, warum sollte LaMarcus Aldridge nicht nach Texas ziehen? Also ich meine, weil er ins Mekka des Basketballs möchte. Ach, bitte. Und da, okay. Gut, er will, das schließt sich zwar aus, wenn Monroe nach New York geht, aber falls das nicht sein sollte, dann... Weiß ich gar nicht. So, das ist eben das Problem. Du hast dann Melo, kein großer Verteidiger. Du hast LaMarcus, kein großer Verteidiger. Du hast Monroe, kein großer Verteidiger. Also bitte, willst du Offense first und Defense mal gucken? Ja, das ist doch kein... Alleine Defense mal gucken. Ja, ist doch wahr. Also ich meine... Mein neuer Hashtag. Mein Hashtag des Tages. Defense mal gucken. Also LaMarcus... Er hat seine Vorzüge. Ich weiß aber auch immer, also ich mag ihn eigentlich total. Aber dann irgendwie der. Ja, sag's, für dich ist er überbewertet. Nee, überhaupt nicht. Nein. Ja. Ich sag nur, wenn ich mir LaMarcus Aldridge angucke, denke ich mir so, so wundervoll. Und dann denke ich mir so, wenn ich auf seine tiefergehende Statistiken gucke, denke ich mir so, irgendwas ja, stört. Also das ist er so könnte viel mehr aufposten. Oder Analyse? Ja, und auch dieses Outpost. Ich meine, er hat zwar so eine gewisse Range, aber die ist halt nicht so gut, wie er denkt, wie sie ist. Ja. So, ich habe sie zwar auch in Schutz genommen, aber am Ende des Tages, nee, ist das ein bisschen zu wenig. Er sollte vielleicht mehr wieder Zone. Ja. Wenn er mal einen Dreier pro Spiel nimmt, mein Gott, das bringt das Spiel nicht mehr um. Aber vielleicht mehr wieder auf dieses Klassische zurückgehen. Versuchen, effizient zu sein halt. Genau. Aber okay, es ist jetzt, sehen wir auch jetzt wieder mit LeBron in den Finals und so. Es gibt einen Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität und ey, wenn es effektiv ist, dann scheiß drauf. Das Einzige, was mich bei Russell Westbrook in der kompletten Saison gestört hat, ist, dass es nicht sonderlich effektiv gewesen ist, meiner Meinung nach. Und genau. dass er damals auch wahrscheinlich einen vielleicht besseren Supporting Cast hat als LeBron in den Finals. Ich meine nur. Also, das ist das Einzige. Ja, aber wenn wir das Fass jetzt wieder aufmachen. Nee, möchte ich nicht. Aber ich sag nur, also, man soll nicht immer nur mit Effizienz, ne? Also. Was hast du jetzt gesagt? Jetzt kriege ich wenigstens keinen Twitter-Hate. Ey, das ist kein Hate. Ich bin selbst jemand, der sich gerne Zahlen reinpfeift und so, ne? Aber ein Spieler komplett nur darauf. Und ich finde, bei LaMarcus ist es irgendwie unfair, ihn nur darauf zu dahingehend zu beurteilen. Ja, weil da manchmal ist halt der Eindruck dann auch ein bisschen positiver, als er es eigentlich ist. Oder ich will es halt echt nicht wahrhaben, dass LaMarcus Aldridge in der heutigen NBA kein No-Brainer für einen Maximalvertrag ist. Vielleicht möchte ich es einfach nicht. Vielleicht bin ich noch ein bisschen zu oldschool. Vielleicht finde ich auch deswegen die Grizzlies so knacke toll. Weiß ich nicht. Knorke. Ja, Knorke. Wenn wir also, schon bei oldschool sind. Go Spurs, go. LaMarcus geht nach Texas. Nein, wenn das mit Monroe nicht zustande kommt, dann sehen wir ihn in New York. Warum sollte das nicht zustande kommen? Weil man die Möglichkeit hat, LaMarcus Aldridge zu holen. Okay, true, ja. Das hat sich jetzt eher so angehört, als hätte Monroe vielleicht noch andere Optionen. Okay, nee, ja, ich verstehe natürlich. Ja, gut, Monroe ist dann so ein bisschen gearscht, ich meine. Ey, aber die Pistons können 7,5% jährliche Erhöhung bieten, Gehaltserhöhung. Sein ja, nach ein paar Jahren Team. Können sie dich rausschmeißen und dann kriegst du immer noch Geld. Richtig. Und die Knicks könnten ihm nur 4,5 Millionen im Falle eines Maximalvertrags anbieten. Aber der kriegt kein Max. Wollte ich auch nochmal sagen. Also Monroe ist eigentlich kein Matchspieler. Eigentlich. So, wir sind durch. Und ich will nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Ich vermute fast, wir haben 2 Stunden geknackt. Von daher sollte die Verabschiedung jetzt mal ein bisschen kürzer werden. Draft kommt. Wir machen was schriftlich zu Draft. Der Draft-Podcast wird unfassbar gut. Das liegt natürlich nicht an mir oder an uns, sondern an dem unfassbaren Gast, den wir bekommen werden. Vor allen Dingen, ich bin nicht mal dabei. Doch, du hast einen Auftritt. Ja, stimmt, ich habe einen Kurzauftritt. Genau, vielleicht sogar zwei. Von daher liegt es nicht an uns, sondern an dem unfassbaren Gast. Ich freue mich tierisch drauf, den Podcast aufzunehmen und ich hoffe wirklich, dass jeder, der das hier hört, auch da wieder einschaltet, weil ich glaube, das wird gut. Hoffe ich einfach so. Und von daher, ich wünsche dir ein sonniges Wochenende. Und das wünsche ich dir auch. Ich danke dir. Und wir hören uns dann spätestens, wenn wir unsere Draft-Sache aufnehmen. Auf jeden Fall. Ja, dann reingehauen. You know what's clutch?